Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Danke, dass ich heute hier was erzählen darf. Ich war ja schon einmal vor einigen Jahren, ich weiß gar nicht genau, wann das war, in Aachen bei so einem Workshop-Tag quasi und habe da auch einen ähnlichen Vortrag gehalten. Aber mir wurde gesagt, dass die meisten Leute sowieso womöglich neu sind. Und außerdem habe ich den Fokus diesmal ein bisschen anders gelegt, sodass selbst Leute, die damals das gehört haben, ich sage mal, die Ergebnisse am Ende sind zwar dann vergleichbar, aber sind neue Grafiken dabei und auch der Fokus des Vortrags ist ein bisschen anders. Es gibt also diverse neue Dinge dabei. Zu mir selber, ich arbeite an der Universität in Lüttich im Bereich der Verfahrenstechnik und habe mich vor ungefähr 15 Jahren das erste Mal gefragt, wo geht eigentlich die Verfahrenstechnik hin in der Zukunft, wenn wir nicht mehr die fossilen Rohstoffe haben? Und daraufhin hat sich dann so eine Art Forschungsrichtung entwickelt, die ich auch immer am Rande quasi mit weiter vorangetrieben habe, neben den eigentlichen fachlichen Dingen. Ich bin also im Bereich der Flüssigextraktion, Phasentrennung und sowas normalerweise unterwegs, auch im Bezug auf Bioverfahrenstechnik, also aus technologischen Produkten irgendwas rausfischen, die gewünschten Komponenten rausfischen oder auch gerade ein Projekt Phosphorrecycling aus Klärschlammasche. Also auch solche Sachen sind quasi mit auf der Themenliste bei meiner Forschung. Und ich bin dann vor, ich weiß gar nicht, jetzt inzwischen 7 Jahren oder so, erst nach Graz gegangen und danach bin ich nach Lüttich gekommen, also fast wieder zurück sozusagen. Und arbeite jetzt halt dort, war vorher halt an der RWTH Aachen sehr lange Jahre. Habe auch dort studiert, habe auch dort promoviert. Habilitiert habe ich zwischendurch mal in Darmstadt und war auch immer kurz in den USA, wie sich das gehört für einen ordentlichen Professor. Das muss man ja gemacht haben, sonst funktioniert das nicht so gut. Insofern das zu meiner Person. Okay, gut, steigen wir ein. Zunächst einmal einen kurzen Überblick. Ach, ich muss erst wieder auf den PowerPoint so. Zuerst ein kurzer Überblick über das, was ich erzählen möchte. Und ich möchte eine ganz kurze Motivation geben. Dann etwas, der Titel ging es ja um Szenariensimulationen, etwas zu den Simulationsgrundlagen erzählen und was dann hinterher daraus folgt, also quasi die Konsequenzen daraus. Und da hier ja Ingenieure mir zuhören, denke ich mal, gehe ich mal von aus, im Prinzip wird das halt auch entsprechend so gehalten sein, dass man als Ingenieur da vielleicht das eine oder andere von mitnehmen kann, überhaupt, was man von solchen Simulationen letztendlich zu halten hat, am Ende des Tages. Und zum Schluss ist noch beliebig viel Zeit für eine Diskussion. So, steigen wir ein. Motivation. Worum geht es? Klimawandel, natürlich. Wir haben große Herausforderungen vor uns, die großen Herausforderungen der Menschheit, the Grand Challenges of Humanity. Und wir wissen, dass Klimaschutz inzwischen verfassungsrechtlich quasi uns zugesichert ist. Da muss sich die Politik, muss sich die Gesellschaft drum kümmern. Punkt. Wir wissen gleichzeitig, dass die Konsequenzen des Klimawandels in Deutschland heute schon dramatisch sind. Ja, kleine Bäche werden zu reißenden Flüssen, führt zu riesigen Schäden, volkswirtschaftlichen Schäden letztendlich. Wir wissen, dass die Natur extrem leidet, dass es große Bereiche gibt, wo Wälder absterben aufgrund von eben Schädlingsbefall. Und wir wissen auch, woran das liegt. Wir wissen, dass wir halt eben unsere Energieträger, die fossil sind, verbrennen, das energetisch nutzen, diese frei werdende Verbrennungsenergie und das zweite Produkt quasi, das Kohlendioxid dann in die Atmosphäre entlassen und da führt das halt eben zum entsprechenden Klimawandel. Das heißt, wenn wir das verändern wollen, dann müssen wir das loswerden. Da müssen wir hin. Wir wissen auch, wie das geht. Selbst das wissen wir. Also alles eigentlich ganz klar. Die ganze Situation ist völlig klar. Wir müssen es nur irgendwie machen. Ja, wir wissen, dass wir mehr erneuerbare Energie aufbauen müssen, mehr Solar und Wind. Das sind die großen Energiebringer der Zukunft. Natürlich auch Wasserkraft und so weiter ausbauen, was es da alles für Möglichkeiten gibt. Aber das ist alles begrenzt. Das, was relativ unbegrenzt ist, ist halt Sonnenenergie direkt zu nutzen, solarthermisch oder mit Photovoltaik oder halt eben die Windkraftanlagen. Und natürlich wissen wir auch, dass alles sich ums Klima dreht. Wir wissen, dass das Fleisch essen schlecht fürs Klima ist. Wir wissen, dass Babys kriegen ganz schlecht fürs Klima ist. Wir wissen, dass wir Energie sparen müssen, um Klima zu schützen. Und wir wissen, dass auf der anderen Seite das Klima oder der Klimawandel eine der großen Gründe ist für den Hunger in der Welt. Das heißt, alles dreht sich irgendwie ums Klima. Gut. Soweit, so gut. Das heißt, wir wissen, wir müssen was am Klima drehen und das müssen wir also irgendwie retten. Und wir wissen außerdem, alles hängt mit dem Klima zusammen. Und ich möchte das im Laufe des Vortrages so ein bisschen hinterfragen, ob das wirklich so ist. Und ich möchte auch das begründet hinterfragen, sag ich mal. Wie nähert man sich jetzt so einer Aufgabe? Man möchte verstehen, was da eigentlich passiert.
Und da gibt es natürlich jetzt verschiedene, ich sag mal, Möglichkeiten, da heranzugehen. Die ersten, die das versucht haben, systematisch zu machen, das waren hier Meadows und Co. mit The Limits to Growth, mit dem Simulationsprogramm World 3. Ich habe rechts mal so etwas, was man im Internet dazu findet, heute dargestellt. Das sind also die Variablen und Bereiche, die jeweils von diesem World 3-Modell, das ist so ein Simulationsprogramm, quasi abgebildet werden. Das ist also ein komplex verschaltetes Netzwerk von unterschiedlichen Größen, wo genau angegeben ist, wie welche Größe auf was anderes sozusagen wechselwirkt. Und das ist dann halt feingetunt, dass es halt Simulationen über längere Zeit erlaubt. Und dann kann man halt gucken, wie bestimmte Einflussgrößen das Endergebnis solch einer Simulation am Ende des Tages verschieben. Und solche Simulationen sind jetzt weitergetrieben worden. Die Struktur heutiger Modelle kann man gar nicht mehr aufzeichnen. Das sind aber ins Allgemeine die sogenannten Integrated Assessment Models, die auch für die Berichte des Weltklimarates, also das Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, quasi für die Berichte da die Grundlage bilden. Die sind extrem detailliert heutzutage. Da wird also ganz viel abgebildet. Man sieht so ein paar Aspekte hier gezeigt. Man sieht hier auch eine Sache, die ganz wichtig ist bei diesen Simulationen, aber auch eine der großen Gefahren, dass nämlich solche Rückkopplungsschleifen eingebaut sind. Man sieht, dass hier unten die Damages, also wie schlimm es geworden ist, daraus resultiert dann eine Political Response und dann läuft das praktisch durch alles durch, inklusive gesamtes Klimasystem, was simuliert wird und dann kommen wieder die neuen Damages. Und das ist natürlich eine der vielen Rückkopplungsschleifen, die so ein komplexes Modell mit sich bringt. Und da hat man schon als Ingenieur vielleicht so ein bisschen Gefühl, wenn so Rückkopplungsschleifen da sind und meine Parameter jetzt nicht so ganz exakt stimmen, ja, dann kann so eine Rückkopplungsschleife auch in eine falsche Richtung laufen, also so, wie es eigentlich gar nicht wirklich wäre. Und das ist natürlich eine der großen Gefahren bei solchen sehr komplexen Simulationen, dass man dort halt viele, viele Parameter hat, die man gar nicht wirklich so genau bestimmen kann, dass man dann am Ende weiß, wie das, also dass man nicht wirklich beschreibt, was in der Realität passiert. Und da muss man auch ganz klar dazu sagen, diese Szenarien, die daraus abgeleitet werden aus solchen Rechnungen, die haben nichts mit der wirklichen Realität zu tun. Man kann die Realität ja nicht vorhersagen. Das funktioniert nicht. Das hängt viel zu sehr von individuellen Entscheidungen beispielsweise ab. Ja, was esse ich? Wie viele Kinder kriege ich und so etwas? Ja, wie ändert sich das politisch? Was passiert da? Was ist da en vogue oder so? Was ist gerade Mode? Ja, das kann man gar nicht vorherwissen. Insofern sind Szenarien immer nur Beschreibungen von möglichen Pfaden in die Zukunft. Das bedeutet aber auch, dass wenn man Szenarien als Basis nehmen möchte für politische Entscheidungen, dann reicht ein Szenario nicht aus. Man muss immer eine ganze Schar, eine ganze Fülle von Szenarien haben, die im Prinzip den gesamten Bereich dessen abdecken, was man sich prinzipiell realistisch vorstellen kann. Und dann kann man sich nämlich fragen, was passiert, wenn ich jetzt bei allen diesen Szenarien, die also irgendwie in die Zukunft schauen, wenn ich da bestimmte Maßnahmen ergreife, beispielsweise um den Klimawandel zu stoppen. Und dann kann man sich fragen, was ist jetzt eine gute Maßnahme oder wann reichen die Maßnahmen aus? Nun, die reichen erst dann aus, wenn in allen Szenarien, die im Prinzip realistisch vorstellbar sind, man es schafft, mit diesen Maßnahmen das Klima letztendlich zu retten. Wenn es auch nur einige realistisch vorstellbare, aber extreme Szenarien gibt, wo das nicht funktioniert, da muss man offensichtlich noch nachlegen. Das ist eine Konsequenz letztendlich des sogenannten Vorsorgeprinzips, dass man halt eben auch dann, wenn man nicht sicher ist darüber, wie die Welt sich zukünftig entwickeln wird, man halt eben von den schlechten Dingen am Ende des Tages mit ausgehen muss. Sie müssen mit berücksichtigt werden. Man muss vorsorgen dafür, dass es nicht ganz so optimal läuft, wie man sich das ideal vielleicht wünscht. Das heißt, man muss Szenarien betrachten, die den gesamten Bereich quasi abdecken. So, und jetzt kann man sich ein bisschen zurücklehnen zu so Modellen und kann mal gucken, also ich habe jetzt für den Weltklimarat diese Modelle, was sagen die mir eigentlich, wie detailliert sind die sie, welche Gefahren haben die eigentlich? Und dazu sollte man sagen, die sind jetzt nicht nur eben mit diesem Zyklus aufgebaut, sondern sie sind typischerweise auch regional aufgelöst. Da gibt es also ein Raster auf Erdoberfläche quasi, 5 mal 5 Kilometer oder so etwas. Und da wird genau abgebildet, was da jeweils im Einzelnen passiert. Wie viel Wald da ist und wie sich das verändert in der Zukunft. Was für einen Einfluss das aufs Klima hat und so weiter. Das sind also höllisch komplexe Simulationen, die da durchgeführt werden, die auch entsprechend lange dauern. Das ist also nicht mal eine ebene schnelle Rechnung. Das geht nicht. Ja. So, jetzt bin ich Ingenieur. Und so komplexe Modelle frage ich mich, wie genau sind die denn? Diese Komplexität birgt die nicht auch Gefahren? Und da gibt es aus meinem Bereich der Verfahrenstechnik eine sehr schöne Arbeit von Hans Hasse.
Der ist also Verfahrenstechnik-Professor in Kaiserslautern oder Thermodynamik-Verfahrenstechnik-Professor. Und hatte einen Prozess beschrieben. Das Schöne an so einem Prozess ist, man kann Experimente dazu machen. Man kann also Modellrechnungen mit echten Experimenten vergleichen. Ich hoffe, dass man es erkennen kann. Die grauen Punkte hier, das sind die Messungen. Und da sind jetzt verschiedene Modellkurven durchgezeichnet. Und zwar ausgehend von einem total primitiven Modell. Ja, es ist ein reaktives System. Da finden also Phasengleichgewicht und Reaktionen statt. Und in dem ersten Modell wird angenommen, alles ist im Gleichgewicht in jeder Stufe sozusagen. Total primitiv, beschreibt überhaupt gar nicht die Realität. Und man sieht die durchgestrichelte Kurve, auch die liegt schon gar nicht so schlecht. Auch hier liegt die gar nicht so schlecht. Es sind gewisse Abweichungen da, ja, aber das grobe Verhalten wird richtig schon mal wiedergegeben. Und jetzt kann man hingehen und mehr Zeitabhängigkeit, also die sogenannte Kinetik mit rein berücksichtigen. Modelle 2 und 3 sind das. Und damit nähert man sich quasi dann sozusagen dem realen Verhalten vom Modell her am Ende des Tages immer weiter an. Und dann kommt das Fatale, dann hatte er Modell 4. Das ist das komplexeste Modell, wo alles dynamisch gerechnet ist. Also wirklich mit allen Rechnungen, allen Variablen, die man da heute sozusagen hat. Das ist eigentlich heute der Stand der Technik. Wenn man was neu anfangen würde und sagen würde, ich will ganz vorne bei der Wissenschaft mit dabei sein, da wird man so ein Modell bauen. Jetzt sieht man hier, das ist das gepunktete Modell. Voll daneben. Ja, hier auch, voll daneben und da auch. Und Hans Hasse ist dann hingegangen und hat sich dann gefragt, woran liegt das denn eigentlich? Und hat aus der Analyse festgestellt, halt, je detaillierter die Modelle sind, desto mehr Parameter brauche ich. Und desto schwieriger wird es aber auch, sie so zu bestimmen, dass sie unabhängig voneinander sind, dass sie also wirklich sensitiv quasi ermittelt werden können. Und das ist eben das Problem dabei, wenn ich zu viele Modellparameter habe, wenn ich zu komplexe Modelle habe, dass ich gar nicht in der Lage bin, all die Abhängigkeiten wirklich quantitativ sauber zu beschreiben. Und das ist ein riesiges Problem für eben solche komplexen Modelle. Das ist also eine Gefahr bei diesen Modellen, die bei den Szenarien für den Weltklimarat quasi zugrunde gelegt werden. Es gibt ein zweites großes Problem, das nicht des Modells ist, der Mensch. Und das möchte ich kurz erklären. Stammt aus einem Buch quasi, was ich als jugendlicher Mensch, also nicht jugendlicher, als junger Mensch gelesen habe. So in den 20ern war ich da. Das ist von Dietrich Dörner, Die Logik des Misslingens. Ich habe das verschlungen. Ich fand das total faszinierend. Es war total theoretisch, das Buch. Dietrich Dörner ist jetzt ein Psychologe. Und Ausgangspunkt seiner Sachen war so ein bisschen, dass man seinerzeit, das war also 70er, 80er Jahre, waren da quasi vorausgegangen. Da hatte man die großen Hungersnöte oder anfangenden Hungersnöte und die Riesenprobleme in der Sahelzone. Und da war es halt en vogue, dass man in die Sahelzone gefahren ist, hat dort Brunnen gebaut und ja, hat also versucht, den Menschen dort zu helfen. Und man hat dann festgestellt, nach so ein paar Jahren, dass dummerweise es sich ergab, dass den Leuten häufig danach, nachdem man denen geholfen hat, es schlechter ging als vorher. Also nicht sofort, es hat ein paar Jahre gedauert, aber danach ging es schlechter als vorher. Und Dietrich Dörner ist dann hingegangen und hat versucht herauszubekommen, woran das denn eigentlich liegt. Und da hat er auch Simulationen gemacht, quasi, um das abzubilden. Hier rechts ist so eine schematische Darstellung. Man sieht hier zwei Dörfer, die hier sind, jeweils an einem kleinen Wasser mit einem Fluss irgendwie dazwischen, sind auch Berge und Hügel dazwischen, drumherum ist eine Steppe. Da hat er, also das eine Volk ist irgendwie, sind eher Viehzüchter, das andere sind eher Ackerbauern. Ich habe drumherum, habe ich in der Steppe, habe ich dann Löwen und alle möglichen Tiere, die da rumlaufen und alles Mögliche machen, positive und negative Dinge. Und dann wurden die Menschen, das wurde also simuliert alles, also eine ausreichende Komplexität, das nicht so ganz einfach zu durchschauen war quasi, aber auf der anderen Seite die Realität so ein bisschen abbildete und für sich halt stabil gelaufen ist, auf einem niedrigen Niveau quasi. Und dann wurden Menschen gefragt, jetzt macht mal bitte Eingriffe in das System. Was würdet ihr machen, um das System zu verbessern? Und da kam halt heraus, dass im Mittel es den Leuten in der Tat hinterher schlechter ging. Man konnte also abbilden mit der Simulation, was man in der Realität beobachtet hat. Und das ist natürlich etwas, was einerseits gut ist. Das Modell bildet also das ab, was in der Realität wirklich passiert. Man kann jetzt wiederum gucken, woran liegt denn das eigentlich? Und das Problem ist dabei der menschliche Geist. Der menschliche Geist konzentriert sich in aller Regel bei diesen Dingen, das ist also eine der Macken, die der Mensch hat, darauf auf einen Parameter. Eine Sache, die er versucht zu verbessern, und dann sieht er die ganzen Abhängigkeiten davon,
von diesem einen, also alles hängt von diesem einen Ding ab, darauf konzentriert er sich, das verbessert er, berücksichtigt aber nicht, dass all die anderen Dinge auch in Wechselwirkung stehen, untereinander in Beziehung stehen und dann womöglich halt an anderer Stelle irgendwas am System so kippt, dass es nicht mehr so wünschenswert ist. Das könnte uns jetzt an was erinnern. Ich hatte eben gesagt, alles ist Klima, richtig? Ja, keine Kinder wegen des Klimas, kein Fleisch wegen des Klimas und so weiter, Energiesparen wegen des Klimas. Wir sind genau in der Situation, wir machen genau diesen Fehler. Wir sind dabei, uns nur aufs Klima zu konzentrieren, alles drumherum zu vergessen. Und jetzt ist die Frage, was kann man dagegen machen? Und da, auch da gibt der Dietrich Dörner, also es gibt noch andere Macken, muss man dazu sagen. Das Buch ist total spannend zu lesen. Also wenn einer die Chance hat, das nochmal irgendwie antiquarisch zu bekommen, ich glaube, neu aufgelegt gibt es das gar nicht, dann besorgen. Ist zwar ein bisschen dröge teilweise, aber total spannend. Aber er gibt auch eine Möglichkeit, wie man das verhindern kann. Und zwar einerseits, dass man sich diese Wechselwirkung bewusst macht. Das ist eine halt eben nicht nur auf das Klima guckt, sondern auch die anderen Aspekte mit berücksichtigt und auf der anderen Seite Simulationen macht, die man dann versucht zu verstehen. Versucht anhand der Simulation die Wechselwirkung quasi auszuloten und wirklich nüchtern sich zurückzulehnen und zu fragen, was hängt denn da wie zusammen? Und da ist natürlich klar, wenn ich jetzt diese Szenarienrechnungen habe vom Weltklimarat oder für den Weltklimarat, die machen ja keine selber, die antizipieren ja nur oder sammeln ja nur, was in der Literatur verfügbar ist, da kriege ich dann solche Diagramme. Das ist also von so einem Szenario Explorer oder so eine Szenariensammlung quasi vom Weltklimarat quasi zusammengestellt. Das ist also für dieses 1,5 Grad, den 1,5 Grad Bericht des Weltklimarates, wo man alle Szenarien sieht und man sieht hier, wenn man das sich anschaut, ja, wir wollen ja bei unter 1,5 Grad rauskommen. Ja, das schafft eine ganze Menge Szenarien. Man sieht auch einige Szenarien, die haben hier immer nur zu den glatten Dekaden quasi immer nur zu den Zehnerzahlen die Werte, die Nullen dazwischen sind offensichtlich Quatsch, also man darf dann nur die oberen Punkte jeweils nehmen. Und man sieht, es gibt eine ganze Menge Szenarien, die hier sogar unter 1,5 Grad am Ende rauskommen. 1,3 Grad. Das Dumme ist jetzt aber, man weiß gar nicht, welche Szenarien das sind. Das heißt, man muss jetzt erst sehr, sehr genau gucken, von welchen Dingen hängt denn das eigentlich ab? Und wenn man das halt genau macht, dann stellt man dummerweise fest, das sind die Szenarien, wo angenommen ist, dass die Weltbevölkerung sich minimal wächst, dass wir minimal Energie nutzen, dass also wir auch in entwickelten Ländern drastisch den Energiekonsum reduzieren und wir außerdem noch zu großen Teilen CO2 aus der Atmosphäre wieder zurückholen auf unterschiedlichste Arten und Weise und nur dann schaffen wir es letztendlich, da herunterzukommen. Das sieht man den Szenarien jetzt aber erstmal gar nicht so an. Das heißt also, diese Szenarien, die für den Weltklimarat gerechnet sind, die sind schön. Die helfen aber gar nicht, das Problem mit unserem Kopf, das er gar nicht das begreifen kann, wirklich zu durchbrechen quasi. Und da ist halt die Frage, kann man es nicht einfacher machen? Brauche ich das ganze Detail, wo wir ja auch schon gelernt haben, das ganze Detail ist gar nicht so gut. Ich will das eigentlich gar nicht haben. Ja, weil das eigentlich die ganzen Parameter sehr schwer zu ermitteln, nur schwer ermitteln lässt, weil die alle miteinander verkoppelt sind. Ich kann sie gar nicht sauber voneinander trennen letztendlich. Und das war so ein bisschen der Ansatzpunkt, wo ich dann drangegangen bin, mich hingesetzt habe und ein Modell gebaut habe. Und das möchte ich kurz vorstellen. Das ist eigentlich relativ einfach und es basiert auf linearen Abhängigkeiten im Großen und Ganzen und Bilanzen. Das hier, also ich baue die Folie der Reihe nach auf. Ich habe also erstmal die Weltbevölkerung. Ich hoffe, dass man es überall groß genug sehen kann. Ich erkläre es aber auch. Wir haben eine Weltbevölkerung, die hat einen Bedarf. Ein menschlicher Bedarf, ein erster menschlicher Bedarf ist Ernährung. Kann ich pflanzenbasiert oder tierbasiert quasi befriedigen und für beides brauche ich fruchtbare Fläche. Und die Bilanz ist jetzt einfach, wie viel Fläche habe ich, wie produktiv ist das, was kriege ich da heraus? Und auf der anderen Seite Anzahl der Menschen mal dem, was sie für eine gute Ernährung brauchen. Und dann kann ich quasi Bedarf und das, was mir die Produktion bereitstellt, kann ich miteinander vergleichen und kann sehen, reicht das aus oder reicht es nicht? Einfach eine Bilanz quasi. Ich frage sozusagen, reicht es oder reicht es nicht? Und ich habe auf beiden Seiten praktisch, ich multipliziere quasi nur jeweils die Zahl Weltbevölkerung mal pro Kopf, Kalorien beispielsweise, Fläche mal pro Quadratmeter oder pro Hektar Produktivität und kann dann ausrechnen, wie viel ich daraus bekommen kann. Ich habe offensichtlich einen Parameter, den kann ich auch explizit machen. Wie groß soll der Anteil der Tier- und der pflanzenbasierten Ernährung sein und kann dann gucken, passt es oder passt es nicht. Kann ich jeweils sofort rechnen. Geradeaus und linear. Ich kann es jetzt ein bisschen komplizierter machen. Ich kann als nächsten Bedarf die Energie mit berücksichtigen, die wir fossil haben. Dann Sonnen- und Windenergie, hatte ich schon gesagt, ist ein großer Anteil dessen, was wir
nachhaltig, langfristig produzieren können. Die anderen Erneuerbaren, sollte ich sagen, sind da unten. Dann hier Bioenergie noch separat herausgenommen, deswegen, weil sie Landfläche braucht. BECCS, das heißt Bioenergy with Carbon Capture and Storage. Das heißt, ich nutze Bioenergie und die Abgase davon fange ich auf und bringe sie quasi unter die Erde in beispielsweise alte Erdgaslagerstätten oder entsprechende geologische Formationen, wo sie quasi eingeschlossen werden und dann sich ganz langsam dann in, das ist dann der Prozess, der dort stattfindet, in Carbonate quasi umwandeln und dann ganz langsam dort langfristig gebunden werden. Damit kriege ich das CO2 aus der Atmosphäre mittelfristig weg. Und ich kann außerdem CO2 nutzen, was ich aus der Atmosphäre bekomme, da sage ich gleich noch was dazu, um dann daraus eben Kraftstoffe beispielsweise für die Energie herzustellen. Auch das BECCS braucht natürlich Landfläche und für die CO2-basierten Kraftstoffe muss ich einmal irgendwie ans CO2 rankommen, also müssen wir uns auch über das CO2 noch Gedanken machen. Das ist natürlich so, dass CO2 vom Verbrennen der fossilen Energieträger in die Atmosphäre entlassen wird und ich es aber da wegbekommen möchte. Ja, ich will ja das Klima retten, dadurch, dass ich die CO2-Konzentration reduziere. Das kann ich durch Dinge machen wie Aufforsten, die wieder Landfläche braucht. Auch proportional direkt zum Aufforsten brauche ich Landfläche und genau proportional dazu entziehe ich auch wieder CO2 aus der Atmosphäre. Und dann hier, dass ich halt direkt aus der Atmosphäre das CO2 und den Kohlenstoff heraushole. Das heißt Direct Air Carbon Capture and Storage. Das heißt also direkt aus der Luft mit technologischen Verfahren, mit Sorptionsprozessen kann ich das abtrennen und dann das Gleiche machen wie beim BECCS damit quasi, also eben auch in Erdgaslagerstätten beispielsweise einspeisen. Oder ich kann hingehen und kann es benutzen, also Utilization, Direct Air Carbon Capture and Utilization, wo ich dann halt eben beispielsweise CO2-basierte Kraftstoffe daraus produziere. Da brauche ich natürlich jetzt irgendwie Energie, um das zu machen, in Form von Wasserstoff am Ende des Tages. Also CO2 mit Wasserstoff lasse ich dann reagieren und stelle daraus beispielsweise Methanol her als eine der Beispielreaktionen, die in der Literatur da gehandelt werden, die sehr vielversprechend sind. Und das Letzte ist dann, dass ich auch noch einen Bedarf an Materialien habe, von Reinigungsmitteln über Kunststoff, über Pharmazeutika und so weiter. Das kann ich wieder biobasiert machen oder CO2-basiert, wiederum über das Direct Air Carbon Capture. Ich sollte dazu sagen, ich habe jetzt hier weitere CO2-Quellen, die wir heute natürlich zuhauf haben, nicht berücksichtigt. Ganz einfach deswegen, weil wenn wir nicht mehr fossile Energieträger verbrennen, dann gibt es diese Quellen für das CO2 praktisch nicht mehr, außer ich verbrenne Biomasse, dann bin ich aber wieder eigentlich in diesem Bereich sowieso. Ja, also im Prinzip muss ich zukünftig, wenn ich defossiliert bin, muss ich praktisch den größten Teil, es wird sicher ein paar Quellen geben, aber den größten Teil meines CO2 muss ich aus der Atmosphäre abtrennen, weil ich keine sonstigen CO2-Quellen mehr habe. So, das ist eigentlich das Modell. Das ist das gesamte Modell, was ich beschreibe. Man sieht, auch alle Sachen sind genauso wie oben bei der Ernährung linear, immer proportional zueinander. Und ich addiere quasi auf, was ich am Bedarf habe. Ich addiere auf, was ich bereitstelle. Und dann kann ich vergleichen, ob das quasi zusammenpasst. Beziehungsweise kann halt eben bei der Energie ist es andersrum. Ich frage, wie viel Energie brauche ich? Wie viel kann ich bereitstellen hier unten? Und dann der Rest muss fossil bereitgestellt werden. So rum. Es ist praktisch die Bilanz aufgelöst nach dem, was ich fossil noch bereitstellen muss und das definiert, wie viel CO2 ich dann in die Atmosphäre entlasse. So. Diese Linearität, hier nochmal ausgeführt, die geht natürlich zurück auf entsprechende Proportionalitätskonstanten dazwischen. Das heißt, ich habe pro Fläche eine bestimmte Produktivität meiner Ackerfläche, wie sie hier gezeigt ist. Und das ist jetzt ganz spannend, wenn man das halt für die 7 großen Kalorienbringer in der Ernährung aufzeichnet, die sind hier aufgezeichnet quasi, aufgelistet, dann sieht man, dass seit 1960 bis heute die Produktivität, also Kalorien pro Quadratmeter und Jahr, oder man kann das natürlich pro Hektar auch rechnen, dass das linear zugenommen hat. Fast exakt auf einer Geraden. Mich hat das also wirklich selber erstaunt, als ich das gesehen habe. Und das ist praktisch der Proportionalitätsfaktor zwischen Hektar Landfläche, die ich zur Verfügung habe, und dem, was ich da quasi an pflanzenbasierten Nahrungsmitteln herausholen kann. Das ist hier für die 7 Hauptfeldfrüchte. Und das ist der ganze Rest. Das ist also Salat, Gemüse, Obst, Spargel, sowas. Und auf der anderen Seite dann das Rote ist dann beides zusammen kombiniert. Wenn ich also eine gesunde, ausgewogene Ernährung habe, da hat es ja so einen kleinen Schlenker hier drin. Ich weiß ehrlicherweise nicht, woran das liegt, aber hier ist in Rot jetzt dargestellt, rot gestrichelt, die Kurve, die quasi bei den Modellrechnungen zugrunde gelegt ist. Und da sieht man,
Ich schreibe eigentlich nur das fort, was in der Vergangenheit passiert ist. Und es ist jetzt nicht unbedingt davon auszugehen, dass das deutlich nach oben oder deutlich nach unten abweicht. Es kann eine gewisse Variation geben, natürlich, aber das wird nicht sonderlich groß sein. Insofern sind die Vorhersagen da alle linear und die Veränderungen, die möglich sind im sinnvoll realistischen Bereich, die kann man natürlich, zeige ich nachher auch noch, durch entsprechende Sensitivitätsanalysen mal untersuchen, wie groß dann der Einfluss ist und kann dann sehen, in welche Richtung es letztendlich geht. Das ist also das, was ich annehme. Ich sollte dazu sagen, das anzunehmen, dass es immer so linear weitergeht, ist eigentlich vergleichsweise optimistisch, weil wir beispielsweise in Deutschland schon für den Weizen sehen, genauso in Frankreich, das sind zwei große Weizenproduktionsländer, dass seit etwa 2000 dort die Produktionssteigerung quasi stagniert. Das war vorher genauso eine Gerade. Und seit etwa 2000, das ist da, wo etwa der Klimawandel zugeschlagen hat, wo diese extrem trockenen Jahre quasi losgegangen sind, seitdem im Prinzip stagniert die Produktivität eben in Deutschland und in Frankreich. Ich brauche. Und so, und jetzt möchte ich einfach mal zeigen, wie im Prinzip das, also ich, das war nur beispielhaft. Entsprechende Zusammenhänge sind überall natürlich mit zu berücksichtigen. Und ich möchte zeigen, wie der Szenarien Explorer funktioniert. Das weiß ich nicht. Das funktioniert es aus welchen Gründen auch immer nicht so, wie es soll. Nein, das wollte ich nicht. Aber, ach, ich weiß warum. Jetzt wird es ein bisschen trickreich. Da muss ich mal kurz aus den der Bildschirm stoppen und gehe mal in so ein Szenario Explorer rein. Das ist auf einem anderen Bildschirm quasi. Aber wir sind ja schnell, das sind zwei Klicks, dann bin ich da. Ich öffne also den Explorer im Hintergrund. Den kann man sich auch runterladen. Das war da gerade eben angegeben. Da muss ich wieder zum Zoom und den Bildschirm teilen, das richtige Fenster auswählen. Teilen. So. Jetzt müssten Sie eigentlich alle den Szenarien Explorer sehen. Das ist also einfach eine Excel-Datei, wo diese linearen Zusammenhänge hinterlegt sind. Das ist jetzt ein bisschen reingezoomt und ich habe ehrlicherweise die Anordnung ein bisschen der Grafik ein bisschen variiert damit oder verschoben, damit man jetzt hier in der Präsentation das auch gut sehen kann. Normalerweise, wenn man das ein bisschen verkleinert, dass es also jetzt nicht gerade für die Übertragung hier in so einem Zoom-Meeting ist, dann sieht man noch mehr Grafiken auf einmal und die sind ein bisschen anders angeordnet. Und da sieht man beispielsweise als oberstes kam jetzt die Weltbevölkerung, hat man die, kann man verändern. Da kann man einfach hingehen und kann einfach sozusagen hin und her schieben. Und man sieht sofort die Grafiken auf der rechten Seite, ich hoffe, dass man das sehen kann, die verändern sich sofort. Ja. Hier oben ist beispielsweise der Primärenergiekonsum eingezeichnet. Natürlich, je weniger Menschen ich habe, desto weniger Primärenergiekonsum. Das skaliert die Grafik auch noch oben hier quasi, aber desto weniger Energiekonsum habe ich. Dann hier drunter ist der Flächenbedarf für verschiedene Anwendungen. Da sieht man natürlich, weil man dazu sagen muss, das ist pro Kopf. Das heißt, die Flächen dürften sich eigentlich gar nicht groß ändern, wenn es pro Kopf gerechnet ist. Aber der Bedarf, den ich an Ernährung und so weiter habe, der ist ja pro Kopf konstant gegeben irgendwie. Aber das hier ist das, was verfügbar ist, die schwarze Linie. Das ist die Gesamtfläche geteilt durch die Anzahl der Menschen. Natürlich, je mehr Menschen ich habe, ich drehe das mal hoch, ja, dann kommt diese Kurve runter. Man sieht jetzt aber, dass auch ein paar Flächen sich ändern, ja. Kann man auch ganz kurz sagen, ist auch richtig so, weil da ist zum Beispiel Fläche für Aufforstung. Und die ist jetzt nicht pro Kopf, sondern da ist sozusagen ein bestimmter Anteil der Fläche ist bereitgestellt, um aufzuforsten. Und natürlich, je mehr Menschen ich auf der Welt habe, desto kleiner ist die Fläche pro Kopf, die quasi dort zur Verfügung gestellt wird. Und so kann man jetzt alle möglichen Dinge hier, die zur Energiewende sind, die zur Ernährung sind, auch technologische Fragen, beispielsweise auch hier zur Intensivierung der Flächenerträge quasi, da kann man herumspielen, kann das variieren und kann gucken, was sind die Auswirkungen davon. Man kann also beispielsweise fragen, was passiert, wenn meine Landwirtschaft halt eben nicht sich auf der Geraden immer besser entwickelt, sondern wenn es ein bisschen schlechter wird, brauche ich mehr Fläche, ist klar, ist sofort logisch. Und am Energiekonsum bringt das nicht oder ändert das kaum was. So, und damit bin ich jetzt am Ende dessen, was ich hier zeigen wollte. Jetzt muss ich wieder den gleichen Weg wie eben zurückgehen, quasi zur Präsentation und mache dort weiter. Ich stoppe also hier. Gehe nach da. Teile dann wieder den richtigen Bildschirm, den ich jetzt finden muss. Da ist er. So, jetzt müssen Sie wieder die Präsentation sehen.
Hier unten ist auch der Link eingeblendet zu diesem Szenario Explorer. Den kann man herunterladen. Das ist also auf der Webseite vision3000.eu. Da findet man auch von meiner persönlichen Homepage an der Universität hin. Und auf der Seite findet man dann auch schon den Szenario Explorer dort in einem der Unterpunkte im Menü, wenn man das sich nicht sehr schnell genug sich abschreiben kann. Da kann also jeder rumspielen und kann gucken, wie er denn die Welt in einen tollen Zustand bringt. Ist ja jeder herzlich eingeladen, das zu tun. Und ich möchte jetzt ein bisschen sozusagen die Ergebnisse präsentieren, die man damit erreichen kann. Also jetzt Grafiken daraus erstellt, quasi aus den Ergebnissen mit diesem Szenario Explorer, der wie gesagt im Wesentlichen lineare Zusammenhänge einerseits beschreibt und auf der anderen Seite eigentlich die vergangene Entwicklung in die Zukunft fortschreibt, einfach durch entsprechende Extrapolation. Und dazu muss man sagen, für die nächsten 20, 30 Jahre, vielleicht 40 Jahre, wo es eben besonders kritisch ist, da würde ich nicht erwarten, dass die Welt sich jetzt so dramatisch verändert. Und da, wo sie sich dramatisch verändern kann, da hat es halt diese Schieber, mit denen ich quasi das dann einstellen und untersuchen kann. Das Erste, auf das ich eingehen möchte, ist die Weltbevölkerung. Das war ja sozusagen die Triebkraft hinter allem. Und da nutze ich die Szenarien, die die UN quasi in der entsprechenden Statistikabteilung jeweils ermittelt und auch vorhersagt, wie sich das entwickeln wird. Genau gerechnet ist diese mittlere Variante, also Weltbevölkerung als Funktion der Zeit. Wir sind jetzt irgendwo hier. Und also das sind die letzten Zahlen, die verfügbar sind bis 2020. Das mittlere Szenario in die Zukunft ist halt relativ genau aus Sterberaten und Geburtenraten, Altersverteilung und so weiter ausgerechnet. Die hohe und die niedrige Variante sind daraus abgeleitet. So, und jetzt ist es so, ich habe vorhin schon gesagt, ich beschäftige mich seit ungefähr 15 Jahren mit solchen Überlegungen, solchen Rechnungen. Und damals sahen die Kurven anders aus. Und wenn das gerade so ein Parameter so wichtig ist, dann schaue ich mir den natürlich genauer an, wenn der sich komisch verhält. Dann möchte ich verstehen, was passiert denn da eigentlich? Und also habe ich mir das Jahr 2050 angeschaut, also diese drei Varianten hier für das Jahr 2050 und angeschaut, wie denn die von Update zu Update sich verändert haben. Das ist ein bisschen ein kompliziertes Bild, aber wir sind ja Ingenieure, da darf ich das ja vielleicht. Also Diagramme lesen ist da hoffentlich möglich. Ich sehe wieder die Weltbevölkerung für 2050, also immer für 2050 vorhergesagt, aber als Funktion des Publikationsjahres. Also wir haben hier die letzte Publikation von 2019, das letzte Update. Und als ich das erste Mal das gesehen habe, da war das hier irgendwo 2005, 2006 oder 2004, 2006. Das waren die ersten Varianten, die ich quasi quantitativ ausgewertet habe. Und dann sieht man, diese mittlere Variante, die genau gerechnete, die hat einen deutlichen Aufwärtstrend. Die hohe Variante, die bleibt so, ich sage mal, im Großen und Ganzen fast konstant. Dazu muss man sagen, diese Veränderung ist nirgendwo berücksichtigt, ist auch bei den Szenarien, die für den Weltklimarat gerechnet werden, nicht berücksichtigt. Dass wir also eigentlich immer die Weltbevölkerung unterschätzen, ja, dass sie sich immer höher entwickeln wird, als wir sie erwarten. Ja, also nach unseren Modellen. Das ist natürlich fatal. Je mehr Menschen wir sind, desto mehr Nahrungsmittel brauchen wir, desto mehr Menschen hungern und so weiter. Das ist ganz klar. Ich sollte dazu sagen, diese grünen Kurven, das sind jetzt die, die für diese Berichte des Weltklimarats auch wirklich genutzt werden. Von Lutz und Co. sind die. Und dieses SSP, das steht für ganz toll ausgedrückt, sogenannte Shared Socioeconomic Pathways. Da stehen sogenannte Narrative dahinter, das heißt so kleine Erzählungen, in denen praktisch beschrieben wird, wie sich die Welt entwickelt und das ist dann quasi hinterher in Zahlen kondensiert, mit denen dann quasi die Szenarien gefüttert werden. Dazu muss man noch dazu sagen, der Weltklimarat ist gerade dabei, die aktuellen Ergebnisse zu kondensieren und zusammenzufassen im sechsten großen Sachstandsbericht. Der für Ende dieses Jahres sind da die ersten Bände, das sind ja immer so drei, vier Bände, also drei fachliche Bände, eine Zusammenfassungsband quasi. Der erste wird wahrscheinlich im Oktober oder so, ist aktuell angekündigt, dass der rauskommen soll. Verschiebt sich vielleicht noch bis dahin mal, aber das ist ungefähr, wo das erscheinen soll. Und die benutzen diese Zahlen hier von 2040 von Lutz und Co. Aber Lutz und Co. haben selber inzwischen auch schon gesehen, dass die Weltbevölkerung nach oben gerutscht ist. Nur diese Integrated Assessment Modelle, diese komplexen Modelle, die kann ich gar nicht schnell genug anpassen. Das heißt, alle Sachen, die jetzt veröffentlicht worden sind in den letzten Jahren, nutzen alle dieses Szenario,
und nicht diese aktuellen Sachen, also zu kurzfristig letztendlich, als dass die Szenarien entsprechend angepasst wurden. Also es kann nur schlimmer werden als das, was jetzt im nächsten Bericht des Weltklimarates sozusagen herauskommt. Es wird absehbar schlimmer. So, jetzt kann man sich fragen, wie entwickelt sich die Weltbevölkerung? Also die mittlere Variante wird immer nach oben verschoben. Also dass es unter der mittleren Variante geht, also nennenswert darunter, ist nicht unbedingt absehbar, sage ich mal. Die hohe Variante ist ungefähr konstant. Dass es da drüber geht, ist auch nicht, oder wesentlich drüber geht, ist auch nicht unbedingt absehbar. Das heißt, was wir erwarten können, ist eigentlich, dass es sich zwischen der mittleren und hohen Variante entwickelt. Jetzt ja nicht nur bis und nicht nur für 2050, sondern bis 2100 gezeigt. Und da sind halt eben auch diese grünen SSPs gezeigt, die eben die Grundlage für die Berichte des Weltklimarates sind. Hier SSP2 ist das Middle of the Road, das heißt so ungefähr, als wenn wir nichts tun, aber sieht man, das ist viel zu optimistisch gerechnet. Ja, und das ist das, was ich vorhin gezeigt habe. Die vielen Kurven in die Zukunft quasi, die gehen von Weltbevölkerungsentwicklungen aus, die hier unten liegen. Dabei ist eigentlich, wenn man diesen Trend, in dieser Meta-Analyse, diesen Trend der Projektionen quasi sich betrachtet, müssen wir davon ausgehen, dass eigentlich das Worst-Case-Szenario womöglich noch gar nicht das Schlimmste ist, weil es kann ja womöglich hier auch da ganz oben noch landen. Ja, das heißt also, SSP3, dieses angeblich Worst Case, das muss man ganz genau betrachten. Die Maßnahmen müssen auf jeden Fall ausreichen, dass es, um das Klima zu schützen, dass wir auch in diesem Worst Case noch zu Rande kommen, weil nur dann sind wir auf der sicheren, auf dem sicheren Pfad in die Zukunft. Und natürlich hat die Weltbevölkerung hat eine riesen Auswirkung auf das, was wir brauchen. Und da muss man auch einmal sagen, jetzt. Ich kann die Weltbevölkerungsentwicklung als gegeben hinnehmen, aber ich kann mich auch fragen, kann ich sie beeinflussen? Ja, und jetzt kann man natürlich mit allen möglichen tollen Ideen kommen, so ich sag mal neokolonialistischen Ideen, dass man sagt, wir verteilen da irgendwie Verhütungsmittel, aber es gibt eine wesentliche bessere Möglichkeit, die halt eben sowieso eigentlich eines der großen Ziele der Menschheit ist. Es gibt ja die sogenannten Sustainable Development Goals, die SDGs von der UN, auf die sich praktisch alle Staaten geeinigt haben. Und die sagt, wir wollen Armut bekämpfen. Und wenn man jetzt hier aufträgt, die Fertilität, das ist die Anzahl der Kinder, die eine Frau in ihrem Leben hat, als Funktion des Pro-Kopf-Bruttoinlandsproduktes, Bruttoinlandsprodukt hier oben nochmal erklärt, der Wert aller erzeugten Waren und Dienstleistungen, dann sieht man, je mehr die Menschen Bruttoinlandsprodukt verfügbar haben in einem Land, also desto wirtschaftlich besser es ihnen letztendlich geht, desto weniger Kinder haben sie, also desto geringer ist auch die Geburtenrate letztendlich. Und wir wollen ja sowieso die Armut bekämpfen. Das heißt, wenn wir die Armut bekämpfen, wird automatisch die Geburtenrate runtergehen. Und ich kann es schon vorwegnehmen, wenn wir es nicht schaffen, die Geburtenrate zu begrenzen, dann wird das Bevölkerungswachstum alle Fortschritte, die wir haben, beispielsweise bei der Produktivitätssteigerung der Landwirtschaft, immer auffressen, weil das immer sich stärker entwickeln wird. Das ist übrigens von dem Dietrich Dörner so eine zweite Einsicht. Die Ressourcen wachsen meistens nur linear. Die Bevölkerung wächst in der Regel exponentiell. Und das ist eine fatale Sache. Aber wenn das also gerade mal die zwei Kurven für einen gewissen Bereich so parallel sind, was sie im Augenblick sind, dieses Bevölkerungswachstum gewinnt früher oder später immer und dann haben wir nicht genug Ressourcen verfügbar. Das ist auch so eine allgemeine Einsicht, die man in diesem Buch, die Logik des Misslingens quasi nachlesen kann. So, also da wir müssen zwangsweise ganz massiv eben nicht nur ins Klima investieren, sondern halt eben auch Armut bekämpfen, weil das gleichzeitig überhaupt die Chance bietet, uns mittelfristig als gesamte Welt letztendlich nachhaltig zu werden. Ach, das hatte ich, glaube ich, gar nicht so deutlich gesagt. Alle die Bilanz natürlich für die Welt immer gerechnet, muss man für die Welt rechnen, weil das Klima ja letztendlich eine globale Größe ist. Hat außerdem einen riesigen Vorteil, dass ich mir nicht über Import und Export in einzelnen Ländern Gedanken machen muss, weil weltweit kürzt sich das ja quasi immer letztendlich weg. So, eine zweite große Sache ist natürlich jetzt die Energie. Wir müssen Energie halt eben wegkommen von den fossilen Energieträgern durch mehr Sonne- und Windenergie. Und ich möchte da als eine Basis quasi diese sogenannte Substitutionsrate nutzen. Das ist der Anteil am Primärenergiekonsum, der in einem Jahr durch Zunahme von Wind- und Sonnenenergie erneuerbar substituiert wird. Sehr theoretisch. Konkret, wenn ich also in einem Jahr beispielsweise von meinem gesamten Primärenergiekonsum, sagen wir mal 10% erneuerbar erzeuge mit Wind und Sonne und im nächsten Jahr mit 12%, dann ist die Substitutionsrate, diese Differenz, die 2%, die ich in einem Jahr Zuwachs gehabt habe, also die 2% pro Jahr wäre dann die Substitutionsrate. Und jetzt kann ich mich fragen andersherum, was für Klimaziele kann ich denn erreichen? Jetzt also wirklich ausgerechnet aus diesem Szenario Explorer.
Wenn ich beispielsweise, kann ich mich fragen, was passiert, wenn ich die Energiewende ein bisschen verpenne? Wenn wir also heute haben wir im Augenblick eine Substitutionsrate von etwa einem halben Prozent. Und wenn ich jetzt hingehe und auf diesem halben Prozent quasi weiter wirtschafte und dann irgendwann später anfange, sozusagen die Energiewende zu intensivieren. Das kann ich dann also entweder heute machen, 2021 oder erst 2025 oder noch später. Und ich sage mal, das sagt also, wie lange darf die Politik quasi zögern? Und hier ist diese maximale Substitutionsrate in Prozent pro Jahr angegeben, wo wir heute, wie gesagt, bei einem halben Prozent sind. Jetzt kann man sich fragen, wenn ich jetzt in der Anstrengung global vervierfache, versechsfache, verachtfache, wo komme ich da hin? Erstmal muss man sich fragen, wie hoch kann das denn gehen? Und das ist ja so eine ökonomisch sinnvolle Obergrenze angegeben. Und das ist, wenn man sich klar macht, dass heute die Lebenserwartung von Photovoltaikzellen oder Windkrafträdern etwa 25 bis 30 Jahre sind, bedeutet das, dass wir langfristig eben alle 25 bis 30 Jahre alle Anlagen austauschen müssen. Das heißt, jedes Jahr so 3 bis 4% der Anlagen austauschen müssen. Also eine Produktionskapazität für so Anlagen muss etwa so 3 bis 4% quasi Substitutionsrate auch liefern können. Vielleicht ein bisschen drüber, das ist also keine harte Grenze, aber hier ist irgendwie so ein sinnvoller ökonomischer Bereich, weil alles, was wir mehr an Produktionskapazitäten heute aufbauen, müssen wir danach wieder rückbauen, was ökonomisch, ich sag mal, nicht attraktiv womöglich ist für Leute, die da rein investieren wollen. Jetzt kann man sehen, also selbst wenn wir das hier nach dieser Obergrenze des ökonomisch sinnvollen Bereichs quasi machen, dann ist das Klimaziel, was wir erreichen können, hier unten gerade 1,6 Grad. Wobei es jetzt gerechnet ist, ohne dass wir CO2 zurückholen aus der Atmosphäre an dieser Stelle. Das heißt, wenn wir kein CO2 aus der Atmosphäre aktiv zurückholen, selbst wenn wir sofort mit allen Anstrengungen anfangen, haben wir das 1,5 Grad Klimaziel auf jeden Fall schon verpennt. Andersrum ausgedrückt, wir wissen ja, dass heute das Klima schon instabil ist. Wir sind heute bei 1,2 Grad global. Wir wissen, dass das Grönlandeis abschmilzt. Wir wissen, dass die Westantarktis das Eisschelf abschmilzt. Wenn das so weitergeht und wir das nicht stoppen, dann werden wir einen Meeresspiegelanstieg von knapp 15 Metern haben, wo wir also unsere Küsten ganz massiv verschieben werden. Die ganzen Holländer werden dann nach Deutschland kommen, um es mal so platt zu sagen, oder eben halt verschoben werden, woanders hinziehen müssen. Das heißt also, wir müssen auf jeden Fall sowieso unter die heutigen 1,2 Grad kommen. Aber wir werden die Energiewende nicht gestoppt bekommen, bis wir nicht eigentlich hier irgendwo so 1,6, 1,7 Grad mindestens erreicht haben werden. Wir müssen also entsprechend auf jeden Fall CO2 zurückholen aus der Atmosphäre. Da kommen wir nicht drum rum. Da werden wir nicht drum rum kommen. Und man kann jetzt so viel rein diskutieren in diese Grafik, dass also je länger wir warten, desto steiler werden die Kurven. Das heißt, wir sollten zusehen, dass wir es möglichst schnell, möglichst intensiv machen. Und man sieht, wenn man hier oben hinkommen will, dann müssen wir über heute im Prinzip die Anstrengungen verachtfachen. Wir müssen von einem halben Prozent pro Jahr Substitutionsrate auf 8% pro Jahr kommen. So, und da kann man sich auch andere Dinge fragen, jetzt eben anhand dieses Szenario Explorers. Wie ist denn das? Wenn ich sowieso zurückholen möchte, wie lange muss ich denn zurückholen? Erstmal, das ist also die senkrechte Achse. Wie viele Jahre muss ich zurückholen, um wieder auf ein stabiles Klima zu kommen? Und da sagen einem die Klimaexperten, ich muss voraussichtlich etwa auf 350 ppm zurück. Wir sind heute bei über 400 inzwischen und ich sag mal, vorindustrielle Zeit, da waren wir so bei ungefähr 270, 280, so in der Größenordnung. Und man kann sich jetzt fragen, wir können ja Energie einsparen in allen entwickelten Ländern. Wir wissen, in entwickelten Ländern brauchen wir sehr viel Energie. Wenn wir jetzt hingehen, alle Leute sagen, wir müssen Energie sparen, um die Energiewende gut hinzubekommen, jetzt kann man sich fragen, was für einen Einfluss hat das eigentlich darauf, bis wir wieder ein stabiles Klima haben? Wir sehen erstmal, wir brauchen, um das stabile Klima zu haben, wenn wir heute sind, also so viel Primärenergiekonsum haben wie heute, brauchen wir ungefähr gute 150 Jahre. Und wenn mit Energie einsparen, können wir es schaffen, knapp unter 140 zu kommen. So prominent wie Energiesparen immer propagiert wird, ist das offensichtlich nicht der große Effekt. Natürlich, das ist der langfristige Effekt. Kurzfristig haben wir den Effekt, dass wir, je weniger Energie wir konsumieren, desto weniger Energie müssen wir quasi substituieren durch Erneuerbare. Ja, also kurzfristig bringt das Energiesparen was, langfristig für den Klimawandel hat das herzlich wenig Effekt an der Stelle.
Dabei muss man sagen, hier runtergehen auf diese 27.400, das ist der Wert, bei dem man in der Literatur analysiert findet, dass das ein Wert ist, bei dem wir gut leben können in einem entwickelten Land. Das ist auch das Minimum, wo wir wissen, dass wir gut leben können. Das ist eine Einsparung von, ich weiß nicht, 40% oder so. Dramatisch eigentlich. Und wir ist angenommen, dass wir es sofort einsparen und trotzdem kriegen wir nur 15 Jahre geschenkt hier quasi, die wir das CO2 zurückholen müssen, wo wir eh 150 Jahre zurückholen müssen. Jetzt kann man nicht nur den Primärenergiekonsum verändern, man kann sich auch fragen, die Substitutionsrate, eben wie schnell mache ich die Energiewende? Jetzt angenommen, dass ich 3% so ein gutes, nachhaltiges Szenario habe, man sieht, der Einfluss ist viel größer als beim Energiesparen. Und hier unter einer bestimmten Substitutionsrate nimmt das sogar exzessiv zu. Ja, jenseits 200 Jahre möchte man sicherlich nicht kommen, weil ich möchte natürlich, ich sag mal, dieses Überschwingen der Temperatur über das 1,5-Grad-Ziel, das möchte ich möglichst kurz haben und möglichst wenig hoch haben. Und je länger das hier dauert, quasi, desto höher wird eigentlich das Überschwingen, desto länger dauert es auch. Das ist ja quasi die Länge des Überschwingens, die da dargestellt ist. Und das ist nämlich fatal. Desto näher komme ich an die Kipppunkte des Klimas heran. Ich muss also sehen, dass ich möglichst niedrig bin. Und man sieht, dass die Substitutionsrate, das heißt, wie schnell ich die Energiewende mache, das ist eigentlich ein ganz wichtiger Parameter. Man kann noch weiter fragen, was mich jetzt persönlich auch interessiert hat, weil ich selber halt mich vegan ernähre. Was macht eigentlich die Variation des Anteils tierbasierter Ernährung. Nachhaltig hier im optimalen Fall kann ich nur 2,5% tierbasierte Ernährung bereitstellen. Ich kann natürlich immer weniger, aber 2,5% ist das Minimum, wo ich die Landfläche für verfügbar habe. Im Vergleich zu heute 17,5%. Und man sieht, das ist eine riesige Abhängigkeit. Und ich kann auch nur hier auf, ich sag mal, vielleicht so 5, 6% kommen. Dann ist das hier schon jenseits von allem Gut und Böse. Ich kann also höchstens so was, weiß ich, 2, 3, vielleicht 4% tierbasierte Nahrungsmittel mehr leisten, wenn ich zukünftig nachhaltig werden will. Woran liegt das? Nun, das liegt daran, dass mit der Landfläche, mit der tierbasierten Ernährung das ein bisschen trickreich ist. Wenn man sich anschaut, die Landfläche, die wir heute brauchen, um uns pflanzlich zu ernähren, ist das etwa 20% der gesamten Landfläche für Nahrungsmittelerzeugung. Die Futtermittel und die Weideflächen sind ungefähr 80% der Landfläche, die ich zur Nahrungsmittelproduktion nutze. Auf Kalorien umgelegt ist es aber völlig anders. Nur 17,5% der Kalorien, die die Menschheit global zu sich nimmt, ist tierischen Ursprungs. Das kann man ausrechnen, die tierbasierte Nahrungsmittelproduktion ist ungefähr ein Faktor 20 ineffizienter als pflanzenbasierte Nahrungsmittelproduktion. Das heißt, wenn ich auf tierbasierte Nahrungsmittel verzichte und die durch pflanzliche ersetze, kann ich riesige Flächen frei bekommen, auf denen ich dann beispielsweise Pflanzen für Bioenergie anbauen kann, wo ich etwas weniger intensiv die Landwirtschaft machen kann, sodass ich es nachhaltig machen kann, also wirklich Ökolandbau, also nachhaltige Landwirtschaft. Ich möchte eigentlich das Öko gar nicht so verwenden, weil es ein vordefinierter Begriff letztendlich ist. Ich kann aufforsten, um CO2 aus der Atmosphäre zu binden. Ich kann BECCS machen, also Bioenergy with Carbon Capture and Storage. Alles das kann ich machen und die Menschheit ausreichend ernähren, wenn ich mich pflanzenbasiert ernähre, wenn ich auf diese große Fläche, die ich hier für tierbasierte Nahrungsmittelerzeugung verschwende, wenn ich darauf verzichte. So, und ich hatte jetzt zu Anfang noch eine weitere Sache versprochen, letztendlich zu untersuchen, was passiert denn, wenn ich jetzt den Anstieg der Produktivität der Landwirtschaft nicht maximal laufen lasse, sondern ein bisschen schwächer. Wenn ich also statt 100% Steigung quasi die Steigung langsamer mache, also hier nur die halbe Steigung von heute ausgehen. Das geht also nicht runter, sondern die Steigung ist nur noch halb so groß. Und hier oben sind die Bevölkerungsszenarien quasi reden, also Weltbevölkerung. Hier war die hohe Variante, hier die mittlere, das war hier das Worst-Case-Szenario, was ich hier als Referenzszenario für meine Rechnung quasi nutze. Und wir hatten gesehen im Referenzszenario, hier sind die Anteile tierbasierter Ernährung, da können wir halt eben 1, 2, 2,5% tierbasierte Ernährung uns erlauben, ungefähr. Und wir sehen, wie kurz der Abstand ist. Hier unten in dem weißen Bereich sind wir nicht nachhaltig. Wenn wir da reinkommen, ja, also wenn die Produktivität nur ein bisschen schlechter ist, ja, eben nicht 100%, die Steigung nicht ganz so geht, sondern wie gesagt, in Deutschland bei Weizen ist es geradeaus heute, ja, da sind wir bei 0% quasi. Wenn ich da irgendwie reinrausche und die Weltbevölkerung stark wächst, dann komme ich ganz schnell in diesen Bereich, wo ich halt eben keine nachhaltige Landwirtschaft mehr machen kann oder das Klima nicht stabilisiert wird, weil ich halt beispielsweise nicht aufforsten und nicht BECCS machen kann oder ich habe halt mehr Menschen, die hungern, weil ich nicht genug Lebensmittel bereitstellen kann.
Man sieht also, wie wenig Abstand wir eigentlich zu den planetaren Grenzen haben, weil das ist die Grenze der Nachhaltigkeit. Jenseits davon funktioniert es nicht mehr. Wir sehen, wie kurz der Abstand ist. Und wir sind heute eben halt nicht bei 2,5% tierbasierte Ernährung, sondern bei 17,5%. Also ganz, ganz weit weg, also jenseits dessen, wo wir überhaupt irgendwie nachher nachhaltig sein können. Und dabei muss man dazu sagen, das betrifft ja nicht nur die Zukunft. Die Regenwälder im Amazonas, die brennen heute. Ja, also heute reicht die Landfläche schon nicht aus bei den 17,5% tierbasierte Ernährung, um überhaupt sauber nachhaltig zu leben und alle Menschen satt zu bekommen. 10% der Menschheit hungert etwa. Jeder zehnte Mensch heute hungert. Das muss man sich mal klar machen. Das ist jetzt die Welt, die heutige Welt. Muss ich jetzt hier bei den Ingenieuren ohne Grenzen sicherlich nicht erzählen. Aber das ist dramatisch. Das ist heute so. Und dabei ist natürlich klar, wenn der Druck auf die Landfläche so hoch ist, dann, ja, woher kommt das denn? Und das liegt natürlich auch mit daran, dass wir uns erlauben, Bioenergie heute zu benutzen, Bio-Lebensmittel zu benutzen, zu nutzen, die halt einen höheren Flächenbedarf haben für die gleiche Produktion und Brachflächen liegen zu lassen, sogar von der EU gefördert, um halt Biodiversität zu sichern. Und da sieht man auf einmal, es kommt auf einmal alles zusammen. Nachhaltige Landwirtschaft, Biodiversität, Klima, das hängt alles ganz direkt miteinander zusammen und der Hunger in der Welt, auch der spielt natürlich eine Rolle. Man sollte dazu sagen, die Szenarien, Rechnungen zeigen, man kann alles das machen, aber dann und nur dann, wenn man praktisch vollständig auf tierbasierte Ernährung verzichtet, weil wir nur dann die Fläche frei haben, zur Verfügung haben, um das alles auch wirklich machen zu können. Ja, das heißt, man muss sich fragen, bei den Lebensmitteln, wenn man sich so ernähren, hier links, das kommt aus unserer Küche, also Gerichte, die meine Frau und ich zubereitet haben, oder will ich tierische Produkte haben, also Fleisch, Eier oder Milchprodukte, und dafür zwangsweise in Kauf nehmen, weil dann die Fläche halt nicht mehr ausreicht, dass ich halt in gewissen Bereichen der Welt die Menschen nur noternähren kann und auf der anderen Seite, dass die Regenwälder brennen. Daraus kann man jetzt natürlich aus diesem Zusammenspiel kann man jetzt verschiedene Dinge ableiten. Ich komme jetzt zu den allerletzten Folien quasi, wo man sieht, einerseits dieses Tanaland, das ist eben nicht nur die Sahelzone, das ist inzwischen die ganze Welt. Wir müssen verschiedene Dinge berücksichtigen. Wir brauchen die Energiewende und das Energiesparen, um das Klima zu retten. Energiesparen, wie gesagt, um die Energiewende einfach zu machen. Fürs Klima an sich, danach ist es nicht mehr gar so wichtig. Wir brauchen Entwicklungspartnerschaften, um eben wesentlich intensiver die wirtschaftliche Entwicklung in anderen Ländern voranzutreiben und damit Armut zu besiegen, um damit das Bevölkerungswachstum zu stoppen. Wir brauchen die vegane Ernährung, um Fläche frei zu bekommen, zusammen mit dem gestoppten Bevölkerungswachstum. Also das müssen wir auch machen. Und wir müssen auch die Armut besiegen, dass die Menschen woanders sich den Nahrungsmittel überhaupt leisten können, um am Ende den Hunger zu besiegen. Und alle diese Dinge zusammen führen dann dazu, dass hier die Migration gestoppt wird. Und da sieht man sozusagen eine Gefahr. Wenn wir uns nur auf die obersten Dinge hier konzentrieren, Energiewende und Energiesparen, retten wir das Klima. Aber dann werden wir die Klimaflüchtlinge, weil es der Welt dann klimatisch immer noch nicht sonderlich doll geht, wenn wir die Klimaflüchtlinge hier in großen Scharen vor der Tür stehen haben. Und als Verfahrensingenieur kenne ich auch solche, ich sag mal, Strom von Menschen ist ja ein Transportprozess quasi. Und da weiß ich, dass es ab bestimmter Triebkraft, nennen wir das quasi, also Unterschied zwischen Arm und Reich, wenn man das hier übertragen möchte, armen und reichen Ländern, wenn das eine bestimmte Grenze überschreitet, ändert sich der sogenannte Transportmechanismus. Da kommen die halt eben nicht nur so diffusiv her, sondern kommen die in geordneten Strömen, die viel größer sind. Ja, wenn das interessiert, das ist die Benard-Konvektion für Temperaturunterschiede, für Temperatur- oder Wärmetransport, und es ist die sogenannte Marangoni-Konvektion für den stofflichen Transport, wo also solchen Umschwung des Mechanismus passiert. Und wir haben es erlebt, 2015, da standen die Scharen von Menschen auf einmal vor der Tür. Wenn wir nicht aufpassen, retten wir das Klima. Und die Millionen der Flüchtlinge stehen uns vor der Tür. Und es ist viel besser, die natürlich denen zu Hause zu helfen, eben mit Entwicklungspartnerschaften, deren Armut vor Ort zu besiegen und damit letztendlich natürlich den Menschen ein menschenwürdiges Leben, was sie heute gar nicht leben können, aber bei sich zu Hause quasi zu ermöglichen. Und natürlich, wenn man es verstanden hat, ist auch ganz wichtig, dass man darüber spricht. Und jetzt das Ganze nochmal auf einer Metaebene zusammenfassen. Wir sehen, es ist nicht nur alles Klima. Und übersichtliche Modelle erlauben ein Verstehen der Zusammenhänge und halt eben dann damit auch diesen Tanaland-Effekt zu vermeiden. Damit bin ich am Ende meines Vortrages. Ganz herzlichen Dank, dass mir alle bis hierher gefolgt sind. Ich hoffe, dass nicht zu viele abgesprungen sind. Ich sehe das ja, wie gesagt, nicht. Und ich habe jetzt beliebig viel Zeit mitgebracht, um noch zu diskutieren.
Ja, dann vielen Dank von unserer Seite. Wir sind tatsächlich sogar noch ein, zwei mehr geworden im Waffenzeitraum. Für die Diskussion würde ich jetzt einfach sagen, dass ihr euch einfach entmuten könnt, falls ihr Fragen habt. Genau, und dann schauen wir einfach, falls irgendwie Zeit zwischengequatscht wird, dann kriegen wir das schon irgendwie in deiner Reihenfolge festzulegen. Herzlichen Dank für den Applaus, den ich da auch irgendwo sehe. Ich sehe Genau. nicht sonderlich viel Applaus, aber weil ich nur so ganz wenige Felder hier sehe, aber da sehe ich schon ein bisschen Applaus. Herzlichen Dank dafür. Ja, hier sind Insofern, ganz viele klatschende Emojis. wer möchte anfangen mit Fragen? Genau, hier ist schon die erste Hand. Genau, dann einfach die Frage stellen, die Person, die Hand gehoben hat. Das ist LL ist ganz oben. Genau. Okay, ja, hi. Hört man mich? Ja. Ja. Okay. Erstmal vielen Dank für den Vortrag. Ich habe schon Ihren letzten Vortrag bei uns mit angehört und es war ebenso spannend, das nochmal wieder hervorgerufen zu kriegen. Ich habe eine Frage und zwar, inwieweit gibt es politisches Interesse jetzt an den Informations- bzw. den Informationszusammenhängen, die Sie hier dargestellt haben? Jetzt vielleicht nicht nur bei Scientists for Future, sondern vielleicht auch bei Ihnen persönlich. Ich weiß nicht, inwieweit das sich überlappt. Gibt es da Interesse letztendlich auf politischer Seite? Bisher, ich sag mal so, ich glaube schon, dass ein politisches Interesse daran ist, die Zusammenhänge zu verstehen. So kann man ja auch, ich sag mal, die Arbeiten des Weltklimarates verstehen. Nur das Fatale bei deren Szenarien ist ja quasi, dass man nicht so einfach rumspielen kann. Es gibt da zwar Versuche, deren Szenarien irgendwie in einfachere Form zu gießen. Es gibt also, ich kenne zwei Explorer, die so ähnliche Dinge machen, wie ich das mache. Und eins davon basiert auch auf diesen IPCC-Szenarien, versucht das also quasi auch mit dem Excel irgendwie zu vereinfachen. Oder eigentlich kein Excel, ist ein webbasiertes Tool, aber auch im Prinzip ähnlich. Nur auch das ist schon wieder zu kompliziert, weil da zu viele Rückkopplungsschleifen letztendlich mit drin sind. Ich glaube, dass das Interesse dafür da ist, das aber durchaus noch nicht unbedingt überall bekannt ist, was man machen kann. Und entsprechend bin ich aktuell dabei, gerade eine Publikation dazu zu schreiben, um das dann vielleicht ein bisschen auch in die Breite zu tragen. Weil ich glaube wirklich, dass es ganz essentiell ist. Wobei ich dazu sagen muss, ich habe diese Simulation sehr lange eigentlich so als Selbstzweck betrieben und jetzt eigentlich erst im Zuge der letzten, ich sag mal, ein, zwei Jahre begriffen, wie wichtig das eigentlich wirklich ist. Und jetzt halt eben auch angefangen, das eben über die Scientists for Future mit einzubringen. Da fließt es auch mit ein. Die Scientists sind gerade dabei, sogenannte Zukunftsbilder zu entwerfen. Also nicht immer nur zu sagen, was man nicht darf, sondern eine positive Vision der Zukunft quasi zu entwickeln, wie man dort lebt. Und da bin ich auch für eines dieser Zukunftsbilder verantwortlich, was halt eben auf einem nachhaltigen Szenario basiert, was mit diesem Simulator quasi gerechnet ist. Okay. Ja, vielen Dank dafür, weil ich halt, oder mein Eindruck halt auch genau das ist, man spricht halt irgendwie viel über Klimawandel, aber diese Anschaulichkeit, wo die Szenarien, von denen man halt immer wieder hört, wo das Ganze hinführt, wie letztendlich die Realität in diesen Szenarien ausschaut, das ist halt immer so eine Sache, die schwer sich greifen lässt und wo ich auch das Gefühl habe, dass die Politik auch nicht wirklich weiß, wie solche Szenarien aussehen. Von daher bin ich sehr dankbar dafür, dass es hiermit vielleicht ein Mittel gibt, das besser darzustellen, sowohl auf gesellschaftlicher als auch vielleicht auf politischer Ebene. Danke dafür. Wobei man dazu noch auch sagen muss, wie gesagt, es sind wirklich relativ neue Sachen. Diese Grafiken, die ich zum Schluss gezeigt habe, die sind wirklich alle erst im letzten halben Jahr entstanden. Oh, okay. So, wer möchte als nächstes? Genau. Gibt es noch weitere Fragen? Sonst könnt ihr auch gerne so die Hand heben und dann werdet ihr von mir aufgerufen. Ja, ich hätte tatsächlich eine Frage. Kann man mich hören? Ja, zunächst auch von mir vielen Dank für den Vortrag. Das war sehr interessant und meine erste Reaktion auf die, ich sag mal, Vereinfachung war dann so, ja, aber da fehlt doch jetzt und was ist denn damit? Aber auf der anderen Seite ist es ja eigentlich genau der Reiz, der dahinter steckt. Was ich mich dann nur gefragt habe, ob man, es gibt ja
noch viele, ich sag mal, andere planetaren Grenzen. Das ist ja auch so ein Begriff, der so langsam ankommt. Aber das, also es trifft ja das, was Sie gesagt haben, dass wir eben nicht nur über Klima reden, sondern dass wir auch über Artensterben reden, auch über Wasserverbrauch reden, diese ganzen Dinge, die da alle mit reinspielen. Da wäre meine Frage, ob das geplant ist oder ob das aus Ihrer Sicht Sinn macht, das dann auf diese anderen Grenzen halt zu erweitern. Also, dass man sagt, okay, wir gehen halt auch noch hin und gucken, was bedeutet das für diese oder jene planetare Grenze, die wir haben. Ob man das, also ob Sie meinen, dass es sinnvoll ist, das in diese Richtung dann zu erweitern. Es wird dann natürlich komplexer, aber ich glaube, das Modell lebt ja am Ende von den einfachen Zusammenhängen, sage ich jetzt mal. Also dann da noch ich sag mal, eine Gleichung mehr ist ja nicht das Ding, wenn die Gleichung einfach gehalten ist, so wie Sie das gemacht haben. Ja, kann ich gerne darauf antworten. Also zwei Dinge dazu. Einerseits die Einfachheit der Gleichungen ist eigentlich gerade die Stärke des Explorers, des finalen Explorers. Man kann es auffassen so ein bisschen auch als ein Fermi-Problem. Ich weiß nicht, wer jetzt Fermi-Probleme kennt. Also der Physiker Fermi, der war seinerzeit an der Entwicklung der Atombombe mitbeteiligt und der war bekannt dafür, dass er mit sehr einfachen Hilfsmitteln sehr genaue Abschätzungen machen konnte. Und man berichtet, man erzählt das, dass er war so anwesend, als die erste Atombombe gezündet war, natürlich in ausreichend Abstand quasi. Und dann kam irgendwie die Druckwelle an und da hat er einfach Papierschnipsel in die Luft geschmissen und daran, wie weit die geflogen sind, hat er dann, oder mit der Hilfe dieser Information konnte er dann quasi die Energie ausrechnen, die die Atombombe freigesetzt hatte. Das hat er ganz schnell auf einem Stück Papier quasi gemacht und es ist erstaunlich, dass halt das verdammt genau war im Vergleich zu dem, was hinterher man aus den ganzen Messdaten ausgewertet hat. Das heißt also, wenn man die wichtigen Zusammenhänge einigermaßen richtig zusammenpackt, ist man in der Lage, schon verdammt genau die Zukunft letztendlich vorherzusagen. Ich muss dazu sagen, ich mache das auch also fachlich in der Verfahrenstechnik. Da machen wir auch so Sachen, wo wir also komplexe Prozesse beschreiben. Und auch dort ist die Stärke, dass wir Messdaten nutzen, wo wir direkt an den Messdaten sehen können, quasi wie das System sich verhält und diese Daten dann mehr oder weniger, diese Zusammenhänge, die daraus sich dann ergeben, ganz direkt eingeben. Also ohne große Umwege, ohne große Iterationen oder Feedbackschleifen quasi dann nutzen, um die Realität vorherzusagen. Und das schafft man dann immer mit, ich sag mal, besser als plus minus 10% zu tun. Und das ist eigentlich schon in dem Bereich also auch verdammt gut. Und ich denke, dass man hier ähnlich, also ich will nicht über die Genauigkeit natürlich sagen, aber die wesentlichen Zusammenhänge sind eigentlich unabhängig davon, stecken quasi, also unabhängig von der Einfachheit quasi. Und ich kann dazu auch was anderes sagen, das habe ich immer wieder fasziniert. Ich mache das jetzt ja mit dem Szenarien Explorer schon seit einiger Zeit, wie gesagt. Es waren zu Anfang auch Fehler drin. Die habe ich der Reihe nach rausgeschmissen. Ja, jetzt nichts Dramatisches oder so. Das Faszinierende war, die Ergebnisse sind fast immer die gleichen geblieben. Da ist die Energiewende statt 2055, war die dann schon 2052 zu Ende. Ja, sowas in der Größenordnung, aber mehr eigentlich nicht. Insofern ist es, dadurch, dass halt alles linear ist, ist extrem robust. Die zweite Frage war das mit den planetaren Grenzen. Der zweite Aspekt der Frage war das. Also die Biodiversität ist schon mit berücksichtigt. Es ist berücksichtigt, dass man Fläche praktisch ungenutzt liegen lassen kann, wo von dem BUND empfohlen wird, das sollten irgendwie mindestens 10% oder so sein. Und das wird auch in dem Referenzszenario, was ich als sozusagen das einfachste nachhaltige Szenario, was machbar ist, ansehe, ist das zu, ich glaube, 12% oder so berücksichtigt. Außerdem, wenn man aufforstet, ist davon auszugehen, dass die Wälder jetzt auch alle gar nicht mehr so dramatisch wirtschaftlich genutzt werden müssen, wie sie es heute werden. In dem Referenzszenario sind 15% der Fläche, die wir heute heute landwirtschaftlich nutzen, das heißt Weidefläche und Ackerland, 15% davon für Wälder, fürs Aufforsten genutzt wird. Auch das sind Flächen, die man naturnah quasi anlegen kann oder wachsen lassen kann, so dass man dort halt eben auch gerade für Biodiversität die Grenze,
Da bin ich jetzt Ingenieur und sage, wenn wir genügend nachhaltige Energie haben, dann kriegen wir das Wasserproblem auch gelöst, weil wir dann immer mehr Wasserentsalzung machen können und mit Pumpen und so weiter das dann auch irgendwo hinbekommen können, wo es dann gebraucht wird letztendlich. Das heißt, es ist ein Energieproblem und nicht eigentlich ein Ressourcenproblem, also nicht ein Wasserressourcenproblem, weil Wasser gibt es genug auf der Erde. Und man kann jetzt außerdem, das habe ich gemacht, habe ich jetzt hier nicht gezeigt, die verschiedenen Sustainable Development Goals sich anschauen vor dem Hintergrund solch eines Szenarios. Und da stellt man fest, dass praktisch alle diese Sustainable Development Goals letztendlich angesprochen sind. Ich gehe nochmal zwei Bilder oder drei Bilder zurück, da sieht man das, ja. Also Armut besiegen ist ein Sustainable Development Goal. Hunger besiegen ist etwas. Klima retten ist auch. Natürlich, wenn man dann, man sieht dort auch dann Landökosysteme und Wasserökosysteme retten. Auch das natürlich, wie gesagt, Landökosysteme, wenn ich Platz für Biodiversität habe, wird das natürlich besser. Wenn ich Armut besiege, werden auch andere Sustainable Development Goals bedient, wo es darum geht, dass die Leute Arbeit haben, dass die Menschen ausreichende Gesundheitssysteme haben, solche Dinge, dass sie genügend Bildung haben. Das ist einfach eine Frage letztendlich auch der Armut. Das kann man wiederum zeigen, auch grafisch aufarbeiten. Es gibt den sogenannten Human Development Index, nachdem die UN quasi bewertet, wie entwickelt ein Land ist. Und in diesem Human Development Index sind eigentlich drei Dinge zusammengepackt. Einerseits die Armut, also das Brutto, ich glaube, es ist das Bruttoinlandsprodukt. Es ist der Bildungsstand, der wird an irgendeiner Maßzahl, wie viele Kinder für wie lange in die Schule gehen, quasi abgelesen in den verschiedenen Ländern. Und Gesundheit, das heißt, das hängt irgendwie ab von der mittleren Lebenserwartung bei der Geburt, wenn ich mich richtig erinnere. Und wenn man diese Dinge sich aufträgt, die werden also diesem Human Development Index zusammengewurstelt, über alleine dem Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, dann sieht man, dass die einzelnen Indikatoren praktisch, wenn man das richtig skaliert, quasi aufeinander liegen. Das heißt, alle diese Dinge hängen davon ab, wie viel Geld letztendlich zur Verfügung ist. Das heißt also, wenn wir hier sagen, Entwicklungspartnerschaften und ökonomische Entwicklung der entsprechenden Länder ist wichtig, dann, und wir machen das viel stärker als heute, dann werden wir ganz viele dieser Punkte automatisch mit berücksichtigen. Die Nachhaltigkeitssachen sind sowieso schon mit berücksichtigt. Ich sollte auch dazu sagen, ich habe die auf das Ökonomische hier und da mal bezogen. Ich bin mir dieser Diskussion durchaus bewusst, dass man sagt, das hängt aber ja nicht am BIP. Aber trotzdem muss natürlich den Menschen, die müssen genügend Mittel zur Verfügung stehen, egal ob ich das jetzt in Dollar ausdrücke oder als Gemeinwohlökonomie dann gar nicht mehr in Dollar repräsentiere, sondern dass halt eben andere Werte letztendlich sind. Davon hängt es am Ende des Tages nicht ab. Ich hoffe, dass ich damit so ein bisschen die Frage rundherum beantwortet habe. Also mehrere planetare Grenzen würde ich im Augenblick nicht reinnehmen, weil selbst die Sachen, die jetzt drin sind, mit der, sobald die Natur reingeht, ist es höllisch, das so zu vereinfachen, dass es belastbar ist. Das wird also nicht so ganz einfach. Und ich würde auch mich scheuen, jetzt noch mehr so aktuell reinzupacken, weil das wird dann nur noch komplizierter. Und das Schöne ist ja halt, dass ich nur so wenige Schieber habe. Es sind 15 Einstellmöglichkeiten, die ich habe, von der Weltbevölkerung bis zu dem Kriterium, ob ich 50% Sicherheit beim Klima oder 67% oder nur 33 haben möchte. Das ist dann der unterste Schieber. Und dazwischen alle Sachen, die sozusagen Wahlmöglichkeiten des Menschen sind. Je mehr ich da reinpacke, desto komplizierter wird es. Und das jetzt, glaube ich, da sind praktisch alle Sustainable Development Goals mit angesprochen letztendlich. Alles klar, vielen Dank. Gerne. Weitere Fragen? Sonst hätte ich noch eine Frage. Und gerne. Zwar, wie kann es denn sein, dass diese Weltbevölkerungsprognosen so falsch sind, dass sie wirklich, also es sah ja fast aus, als wären die jährlich korrigiert. Das sind ja wahrscheinlich Expertinnen in ihrem Gebiet. Liegt es dann daran, dass irgendwie statistisch die Wahrscheinlichkeit besteht, dass zum Beispiel eine Pandemie ausbricht und diese statistische Wahrscheinlichkeit, dass sie ausbricht, dann eben wegfällt, dadurch, dass sie nicht ausgebrochen ist? Oder also warum werden die anscheinend jährlich korrigiert? Ja, also alle 2 Jahre ist das ungefähr, alle 2 bis 3 Jahre. Da gibt es unterschiedliche Gründe dafür. Ich habe also mit den Leuten von der UN, mit dem Chef dort, das Herr Gerland, Dr. Gerland, mich per E-Mail ausgetauscht. Ich war also so frei, ihn mal anzuschreiben, zu fragen, hallo, ist Ihnen das schon mal aufgefallen? Und er sagte, ja,
Wir haben das noch nie so dargestellt, aber im Prinzip wissen wir schon, dass wir das immer nach oben korrigieren. Und die Gründe dafür sind dreierlei, die er mir genannt hat. Einerseits, dass die Kindersterblichkeit in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen ist, was ja positiv natürlich ist, dass der Effekt von AIDS auf die Sterblichkeit, bevor man dann selber Kinder hatte, deutlich zurückgegangen ist, letztendlich auch aufgrund der besseren medikamentösen Behandlungsmöglichkeiten, die es heute gibt. Und der dritte Grund ist, dass offensichtlich südlich der Sahara, in den Ländern dort, die Geburtenrate nicht so stark zurückgegangen ist, wie man es ursprünglich gedacht hat. Man muss dazu sagen, die UN bei der mittleren Variante geht davon aus, dass es halt einen sogenannten demografischen Übergang gibt. Das heißt also, wenn mehr Kinder überleben, dann weiß man, also wenn die Gesundheitsversorgung besser wird, dann weiß man, dass spätestens 2 Generationen danach quasi die Geburtenrate auch runtergeht. Und das hat sich offensichtlich nicht ganz so bewahrheitet, warum auch immer. Und entsprechend hat man dann das immer nach oben korrigieren müssen. Das ist der eine Punkt. Das hat der Herr Gerland mir gesagt. Und dann habe ich ihn etwas anderes gefragt, weil mir ist aufgefallen, also ich habe auch mal also als ich noch an der RWTH gearbeitet habe und auch ein bisschen danach noch im Oman gelehrt, da gibt es ja diese German University of Technology, das GUTEC im Oman. Und da ist mir aufgefallen, ich wollte einfach nur, weil ich da denen auch so einen ähnlichen Vortrag gehalten habe, deren Daten quasi nehmen. Und bin dann hingegangen in die entsprechenden statistischen Ämter vor Ort und da nach Geburtenrate. Und da klickt man an und dann sieht man, ah, das sind die Omani und das sind die sogenannten Expatriates. Das sind irgendwie Pakistani oder so etwas oder eben Ausländer, die dort arbeiten. Eben, man muss wirklich sagen, Gastarbeiter, die auf unterstem Niveau dort leben und die quasi sehr viel die Arbeit dort verrichten. Und die haben in der Regel etwa ein Kind pro Paar. Und also oder pro Frau. Und die Omani, die haben etwa 4 Kinder pro Frau. Und das habe ich mich gefragt, was bedeutet das denn eigentlich? Wie entwickelt sich das denn zukünftig? Und da stellt man fest, dass wenn ich in einer Gesellschaft, wenn die immer gut durchmischt ist, macht das nichts, aber wenn ich da verschiedene Gruppen habe, die voneinander getrennt existieren, dann ist es so, wie bei Virusvarianten, genau die gleiche Rechnung quasi, die mit der höheren Vermehrungsrate wird am Ende durchschlagen. Die wird sich am Ende durchsetzen mit ihrer Vermehrungsrate. Ja, also bei Menschen natürlich genauso letztendlich. Auf der anderen Seite rechne ich aber, wenn ich 1 und 4 mittle, dann bin ich irgendwie bei 2,5 Kinder pro Frau. Das ist aber nicht 2,5. Am Ende wird es 4 sein, 4 Kinder pro Frau, die sich am Ende durchsetzt, wenn diese Gruppe praktisch sich dich durchsetzt. Und ich habe dann Herrn Gerland gefragt, dass sie rechnen wirklich pro Land immer nur mit einer Verteilung, sozusagen, also mit einer Geburtenratenverteilung übers Alter. Sie berücksichtigen nicht und auch eine, dass sie berücksichtigen nicht, dass es verschiedene Gruppen geben kann, wo die eine Gruppe mehr Kinder bekommt als die andere. Und die Gruppen, das können ja ärmere Leute sein und reichere Leute beispielsweise, wo die Ärmeren immer mehr Kinder bekommen. Das wird sich dann durchsetzen, da man jetzt nicht so schnell reich wird, also nicht so schnell aus der armen Gruppe in die Reiche rüber wechselt, kann es allein durch solche, ich sage mal, raffinierten statistischen Abhängigkeiten dazu führen, dass man eigentlich immer mehr Geburtenrate findet, als man ursprünglich gedacht hat. Und ich persönlich glaube, dass das durchaus einer der Gründe ist, warum das mit passiert ist. Also ein fundamentales mathematisches Problem für solche Geburtenvorhersagen, das da nicht ausreichend mit berücksichtigt ist. Und ich sage mal, man sieht auch, um das sozusagen, dieses Problem ist so, dass es, sobald ich nur noch eine Generation weit voraussagen muss, nimmt der Effekt drastisch ab. Und man sieht jetzt auch die letzten Daten, wenn man die sich anschaut hier, die werden schon wieder so ein bisschen horizontaler. Das scheint so ein bisschen in diese Richtung womöglich zu deuten, dass das durchaus so ist. Also solange man mehr als eine Generation vor dem projizierten Zeitraum ist, also vor diesen 2050, und wir sind hier so 25, 30 Jahre, das ist ja so eine Generationsdauer, da wird das dann abflachen, wird danach dann womöglich horizontal hier hinten reinlaufen. Wenn es dieser mathematische Effekt ist. So, LL meldet sich nochmal. Ja, ich habe nochmal eine Frage, jetzt nicht bezüglich der statistischen Ungenauigkeiten, sondern zu dem Bereich Ernährung. Sie hatten ja ausführlich dargestellt, inwieweit tierische Ernährung ein Problem ist. Haben da jetzt nur zwischen veganer und tierischer Ernährung unterschieden?
Wahrscheinlich haben Sie die Frage schon gekriegt, inwieweit würde denn vegetarische Ernährung eine Rolle spielen? Meine Vermutung wäre jetzt, dass der Unterschied wahrscheinlich nicht allzu groß wäre. Diese Frage bekomme ich in der Tat oft. Wenn ich direkt darauf antworten kann, Sie noch was Genau. Zweites fragen können, können wir es vielleicht danach noch machen, weil die Frage, die Antwort schon ein bisschen länger ist. Dazu sind zweierlei Sachen zu sagen. Wenn ich wirklich eine nachhaltige Welt haben möchte, dann haben wir noch Fläche, jetzt optimal gerechnet, um 2,5% uns tierbasiert zu ernähren. Heute sind wir bei Genau. 17, heute sind wir bei 17,5%. Davon ist etwa, von diesen 17,5% ist etwa die Hälfte Fleisch, die andere Hälfte sind Milchprodukte und Eier. Das heißt also, vegetarisch sich zu ernähren, würde bedeuten, dass man immer noch bei knapp 9% landet. Wir müssen aber runter auf 2,5. Das heißt, nur auf vegetarisch umzustellen, wird nicht reichen, zumal es so einen Rebound-Effekt gibt dabei, dass wenn man sich rein vegetarisch sich ernährt, man häufig dann die mehr Milchprodukte zu sich nimmt, also mehr Käse, was weiß ich, so etwas, Joghurt und sowas statt des Fleisches. Das heißt, man hat da einen sogenannten Rebound-Effekt an dieser Stelle, wo man eben gar nicht das voll ausschöpft. So, das war das eine, was ich sagen wollte. Ich wollte noch was anderes sagen. Ja, auf der anderen Seite würde eine vegetarische Produktion nicht funktionieren. Warum nicht? Das kann man ganz einfach sehen, wenn man sich Kühe anguckt. Ja, als ein Beispiel, da ist es so, ich habe ja sehr viel, ich brauche ja Milch zum großen Teil für eine vegetarische Ernährung, um dann an die Proteine und was weiß ich, was alles ranzukommen. Und da ist es jetzt so, dass eben eine Milchkuh nur ungefähr ein Jahr lang Milch gibt. Das heißt, die Milchkuh muss etwa alle Jahre ein Kalb bekommen, dass ich dann, wenn ich das Fleisch nutze, ziehe ich das quasi auf und verkaufe das Fleisch, habe ich was von. Wenn ich nur Milch produziere, dann muss ich im Prinzip das Kalb, so wie ich es heute mit den Hühnern mache, muss ich das Kalb halt irgendwie schreddern, weil ich es nicht brauchen kann. Ja, nur dann kriege ich eine ausreichende Milchproduktion letztendlich hin. Und das ist natürlich tierrechtlich, selbst nach heutigem Recht, nicht zulässig, also in Deutschland zumindest. Ja, das heißt also, die Produktion würde nicht so funktionieren, wenn man das so machen würde, wenn man also rein vegetarisch das umstellen würde. Danke. War das die ganze Frage? Sie, ich hatte Sie so halb bei der Frage unterbrochen. Gibt es noch eine Nee, Sie Nachfrage haben dazu? letztendlich in Ihrer Antwort schon alles mit drin gehabt, was ich brauche als Argumentation für spätere Diskussionen, die ich wahrscheinlich in dem Bereich halt haben werde. Aber danke. Ja, gerne. So, Sönke fragt, möchte fragen. Oder der andere, wir sind ja zu zweit vor der Kamera. Ich weiß nicht, welcher, Sönke Jetzt in 1 oder dem Fall Sönke. ist es Dünke, der fragt, aber trotzdem danke für den Vortrag erstmal. Gerne. Also der ganze Vortrag zeigt ja auch bei mir wieder sehr stark, wie groß die Dringlichkeit ist, sein eigenes Verhalten zu überdenken und vielleicht auch sich anzupassen. Jetzt muss ich natürlich sagen, wir alle, die hier sitzen und sich den Vortrag jetzt angehört haben, wir sind, glaube ich, auch ein bisschen uns der Lage bewusst. Wenn ich jetzt aber in den Alltag zurückgehe und so ein bisschen an zukünftige Grillpartys im Handballverein etc., wenn sie trotz Corona vielleicht irgendwann mal wieder funktionieren, denke, gibt es denn auch, ich sag mal, knackige Argumente, um Leute auch quasi ins Boot zu holen und denen Lage einfach ein bisschen bewusster zu machen? Haben Sie da Tipps? Ja, ich halte immer den Vortrag. Ja. Das kann man jetzt beim, was weiß ich, Sportverein vielleicht nicht unbedingt machen. Trotzdem, wenn Sie da das machen wollen, Sie können mich gerne einladen. Ich halte Ihnen auch zum Sportverein so einen Vortrag, um das klar zu machen. Ich glaube, da kann man einfach nur sich nicht frustrieren lassen, sondern einfach nur vorleben, was es denn bedeutet. Eben dann halt eben, wenn es eine Grillparty ist, vegane Sachen zum Grillen mitzunehmen. Und so aus der eigenen persönlichen Erfahrung, jetzt nicht beim Grillabend unbedingt, aber wenn man in ein Restaurant geht, wenn man da vegane Gerichte dann nachfragt, gibt es immer zwei Möglichkeiten. Entweder ist der Koch angefixt und will da was, strengt sich besonders an. Dann kriegt man ganz tolle Sachen und alle anderen sind neidisch, wollen das auch haben. Was natürlich sehr positiv ist, also der positive Effekt. Es kann natürlich auch passieren, dass was anderes passiert, dass der Koch dann genervt ist und sagt, nee, oder Köchin muss man ja auch sagen, genervt ist, um
Und dann kriegt man nur Beilagen, Gemüse ohne alles sozusagen. Also labberig gekochtes Beilagen, Gemüse, wo man dann eigentlich erstmal realisiert, was die Fleischesser eigentlich aufgetischt bekommen. Nämlich labberiges Beilagen, Gemüse mit einem Stück Fleisch und ein paar Kartoffeln quasi. Was natürlich traurig ist eigentlich. Also da muss ich ganz, ich muss auch ganz ehrlich sagen, seit ich Veganer bin, ist mein Essen viel geschmackvoller geworden, als es früher jemals war, so ungefähr. So, und ich glaube, man kann das einfach nur vorleben. Also große Tipps, was man, also Argumente, die knackig sind. Also wenn man es runterkondensieren möchte, muss man sagen, einfach wir brauchen, also die Flächenbilanz ist einfach, die so dramatisch ist einerseits, wo man sagt, wir brauchen 80% der Fläche, um 17%, 17,5% der Kalorien zu erzeugen. Die Fläche brauchen wir für was anderes. Die brauchen wir für Bioenergie. Die brauchen wir für mehr Biodiversität. Die Argumente habe ich ja geliefert, letztendlich diese entsprechenden Sachen, die dort relevant sind. Dafür brauchen wir das Land. Wir können es uns nicht erlauben, es für tierbasierte Nahrungsmittel letztendlich einzusetzen. Und da muss man dann vielleicht auf der anderen Seite auch vielleicht noch mal ein anderes Argument ziehen, was eigentlich jetzt kontraproduktiv ist zu dem, was ich eigentlich gesagt hatte, weil ich habe ja gesagt, man soll eigentlich die Komplexität betrachten. Aber da die Leute nun mal heute gerade auf dem Klimatrip sind, macht es durchaus Sinn zu sagen, etwa mindestens 25% der Treibhausgasemissionen kommen von der Landwirtschaft und davon sind 2/3 tierbasierten Ursprungs, obwohl sie auch da wiederum nur 17,5% der Kalorien liefern. Und zu großen Teilen ist es halt, dass dort deswegen ist der Landnutzungswandel zu großen Teilen. Das heißt also wirklich die brennenden Regenwälder irgendwo sonst in der Welt oder auch in Indonesien, dass da irgendwie Plantagen angebaut werden für Palmöl oder so. Wobei ich persönlich nichts gegen Palmöl so sehr habe, muss ich ganz ehrlicherweise sagen, weil wir wollen, dass das Essen eine bestimmte Konsistenz hat und da muss ich dann Kokos oder Palmöl nehmen, da komme ich nicht drum rum. Außer ich nehme gehärtete Fette, die will ich dann aber wieder auch nicht haben. Ja, so. Das heißt, das kann man dann ziehen und kann sagen, da gibt es dann auch Studien, die sagen, ja, es sind eigentlich 37% die Klimaemissionen der Landwirtschaft, eben auch zu allergrößten Teilen eben tierbasiert. Und da halt eben halt auch dann die ganzen Rülpser von den Kühen, die das Methan ausstoßen. Ja, das ist auch klar. Und dann eben die Dünger, auch die Düngung ist völlig idiotisch eigentlich. Aus dem Tier kommt ja immer so eine komische Mischung raus, aus eben Phosphor, Kalium und Stickstoff sozusagen, was da so ausgeschieden wird. Und ich kann das nur so, wie es ist, auf die Felder kippen. Und wenn ich dann genug Phosphor haben will, dann brauche ich halt, dann muss ich zu viel Stickstoff draufgeben. Und darum habe ich eben dieses Lachgas, eben das N2O, was dann eben freigesetzt wird, was so ein extrem langlebiges Klimagas ist. Methan ist gar nicht das große Problem. Also die Rülpser der Kühe sind eigentlich gar nicht wirklich das Problem. Aber dieses Lachgas ist das Problem, weil das halt wirklich mehrere hundert Jahre in der Atmosphäre bleibt. Ich glaube, Halbwertszeit ungefähr 100 Jahre oder so. Das ist wirklich dramatisch. Das wird uns noch lange Zeit begleiten. Und das sind Sachen, die halt eben auch tierbasiert sind. Ich sage mal, wenn ich sage, nachhaltige Landwirtschaft, dann bin ich jetzt kein Mensch, der das esoterisch sieht, sondern ich sehe das sehr pragmatisch an der Stelle. Wir brauchen Kunstdünger letztendlich, um beispielsweise die Phosphor und anderen Dinge quasi geeignet zu mischen, bedarfsgerecht jeweils auf das jeweilige Land zu bringen. Wenn wir da einfach nur Tierexkremente nehmen, dann werden wir das gar nicht sauber separiert bekommen. Und wie gesagt, ich bin ja in einem Projekt drin, wo wir aus Klärschlammasche den Phosphor quasi rauskitzeln. Alles, was wir essen, kommt ja an Nährstoffen irgendwann mal aus uns raus. Dann müssen wir es hinterher wieder einsammeln quasi und da bietet sich halt der Klärschlamm an der Stelle an. Und das kann man dann halt eben gezielt auf die Felder bringen, wenn man das halt entsprechend aufbereitet hat, dass es dann schadstofffrei ist. So, ich hoffe, dass ich damit so ein bisschen einen Rahmen gegeben habe, in dem man da argumentieren kann, womöglich, wenn man da was braucht. Und wie gesagt, ich halte auch gerne Vorträge woanders, wenn das hilfreich ist, Leute zu überzeugen. Das nehme ich gerne mit, das Angebot. Dankeschön. Gerne. So, noch eine Frage. Ruven Rösner. Ja, ich habe jetzt nochmal eine andere Frage, und zwar bei der tierischen Ernährung ist ja das eine. Ich fand die, ehrlich gesagt, die 2% finde ich eigentlich interessant. Muss ich nachher mal rechnen, was das für mich bedeutet. Weil das mal, also, ne, ist also. Ein Zehntel, für in Deutschland ungefähr ein Zehntel kann man sagen. Ja, jetzt Weil wir. Weil, 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 kann ich natürlich behaupten, ich bin schon unterdurchschnittlich und deswegen ist es bei mir nur ein Fünftel. Aber nein, ich finde es mal eine interessante Zahl, weil es ist halt keine Null, ja. So, und ich glaube, dass das für einen Übergang interessanter ist, ne, als die Null. Was ich mich jetzt so spontan gefragt habe, das Tierische, das bezieht sich jetzt hauptsächlich auf die Ernährung, gehe ich jetzt mal von aus.
Weil ich hatte dann tatsächlich, war es vor ein paar Tagen, die Diskussion mit jemandem, der ist auch Veganer. Und dann war die Frage, Fahrradsattel aus Leder, ja oder nein? Weil Leder ist ja Tier, aber der Ledersattel hält halt im Zweifel 30 Jahre im Vergleich zu dem Plastiksattel, der vielleicht nur 5 Jahre hält. Deswegen habe ich mich jetzt gerade gefragt, die tierischen Nebenprodukte, die ja jetzt einfach anfallen, die müsste man ja dann auch mit reduzieren, wenn man ich sag mal, den tierischen Ernährungskonsum reduziert. Ja, da müsste man ja dann auch, ich sag mal, mit substituieren. Gehen Sie dann davon aus, dass das so ein von selbst Prozess ist? Also es werden ja keine Kühe gezüchtet für Leder, sondern das fällt halt an, sage ich jetzt mal im Moment. Meinen Sie, das würde sich dann einpendeln oder wie könnte das aussehen? Also, erstmal muss man dazu sagen, diese 2,5%, da möchte ich vielleicht kommentieren dazu, dass sie nicht null sind. Ich glaube, wenn man dann sich auf diese 2,5% kapriziert, dann ist das, zeigt das noch etwas, wo unser Denken falsch ist. Weil wir denken immer, was kann man mit den Ressourcen alles machen? Ja, was kann ich rausholen? Es gibt ganz viele Publikationen, die sich darum drehen, wie viele Menschen können wir auf der Erde ernähren? Und dabei ist die Frage, muss eigentlich ganz andersrum sein. Ich meine, das ist die Situation, dass wir die Erde übernutzen. Da ist das vielleicht gerade noch die Frage, die man sich stellen kann. Aber wir müssen uns eigentlich fragen, wie kann ich maximal von den planetaren Grenzen wegbekommen? Wie kriege ich den maximalen Abstand zu den planetaren Grenzen? Weil wir wissen, dass alle unsere Rechnungen, die wir da anstellen, womöglich zu optimistisch sind. Die Welt wird sich einfach so entwickeln, wie sie sich entwickelt. Und wir können das dann nachher nicht mehr beeinflussen. Und dummerweise hat das eine ziemlich lange Vorlaufzeit. Das heißt, die Kinder, die wir heute bekommen, sozusagen, die werden uns später mal das Essen vom Kopf fressen, so ungefähr. Nicht? Also die werden oder hungern, nicht? Das so. Und das heißt also, eben weil das so ein langsam reagierendes System ist, müssen wir eigentlich zusehen, dass wir maximal Abstand von den planetaren Grenzen bekommen. Und deswegen hilft an der Stelle eigentlich nur vegan. Und die gute Nachricht ist halt eben, wenn wir uns vegan ernähren, dann kann man mit gutem Gewissen auch wirklich alles essen und man kann ganz viele andere Dinge machen, eben Bioenergie nutzen und so weiter. Und Ökolandbau kann man beim Biobauern einkaufen, wenn der nur veganer. Es gibt ja auch bio-veganen Landbau, quasi nicht sehr viel, aber ein bisschen. Da kann man dann wirklich alles verzehren und essen und muss eben nicht so viel Rücksicht nehmen und Gedanken sich machen, was man da eigentlich tut. Bei den Nebenprodukten ist es so, ja, ich glaube schon, dass man die alle ersetzen wird, früher oder später. Ja, ich sag mal, aus dem Knochen, dann mache ich Gelatine und Leim. Den Leim kann ich heute durch Kunststoffleim oder auch pflanzlich erzeugten Leim ersetzen, quasi. Leder gibt es auch unterschiedlichste Möglichkeiten, das zu substituieren als Kunstleder, wie als Plastik oder auch eben gibt es dann alle möglichen Vorschläge, was weiß ich, wenn man als Veganer ist man ja so ein bisschen geschult und kriegt auf so Messen, auf denen man dann ja gelegentlich auch mal geht, so alles Mögliche mit, dann wird aus irgendwie Ananasschalen und so wird dann irgendwie was Lederartiges gemacht, also faseriges Material, was dann quasi verwoben wird. Und das kann man dann auch mit entsprechenden Kunststoffen mischen, wenn man es denn möchte. Und ich bin nicht gegen Kunststoff, ich bin ja Ingenieur. Also ich weiß, wo es herkommt. Und ich kann Kunststoff, wenn die halt eben, wenn es nicht gerade PVC ist oder so, wo dann Dinger sich rausgasen sozusagen und schädlich sind und ich hinterher diesen Chlor, das Chlor dann in dem Produkt habe, wenn ich also aber sowas nicht habe, ich also was weiß ich, andere Kunststoffe haben, die es halt eben nicht haben, dann kann ich die rückstandslos verbrennen und gut ist. Ja, also dann ist egal, woraus es letztendlich besteht. Das würde ich mit der Biomasse auch machen, bloß bei der Biomasse, wenn ich da mein Feuer im Garten mache mit meiner Biomasse, da fühle ich mich nicht so schlecht, als wenn ich da Plastik verbrennen würde, obwohl das Ergebnis am Ende des Tages das gleiche ist. Das eine ist nicht ökologischer als das andere beispielsweise. Also ich glaube, dass all diese Nebenprodukte ersetzt werden. Die sind heute halt genutzt, weil sie heute Nebenprodukte sind, weil sie vielfach preiswerter sind. Auch wieder ein Beispiel, als Veganer mit dem Wein ist das so eine Sache, ja. Wein wird mit Fischblase oder mit Gelatine geklärt. Ich kann das ganz durch andere Dinge klären, indem ich es besser filtere, beispielsweise mit Bentonit, das ist ein anorganisches Material. So. Und dann noch was zu der Sache, die Sie gesagt haben mit dem Fahrradsattel, dem Leder. Da kommt es ein bisschen drauf an, wie man damit umgeht, sage ich mal. Das hängt einerseits davon ab, ein bisschen, wes Geistes Kind dieser Veganer dann ist, einerseits. Und auf der anderen Seite, also ob er jetzt da esoterisch das sieht, also sehr und militant, oder auf der einen Seite oder gelassener. Also für mich, wenn es nur um die Nachhaltigkeit geht, da kommt es ja aufs letzte Prozent nicht an, sage ich mal, nicht? Da kommt es auf die
ersten 90% quasi an, dass ich das einspare. Dann bin ich nachhaltig, eben weil da 2,5% bei irgendwelche Rechnungen hinterher rauskommt. Auf der anderen Seite hängt es davon ab, welche Motivation derjenige hat, um halt Veganer zu sein. Ob er das eben aus Tierschutzgründen macht, dann ist auch ein Ledersattel nicht akzeptabel. Oder aus Nachhaltigkeitssachen, weil bei uns, dann kann man sich einen Ledersattel vielleicht leisten. Ja, oder eben wegen, weil es den Hunger in der anderen, am anderen Ende der Welt, der quasi verstärkt, dann bin ich so quasi dazwischen. Da kommt es darauf an, wie strikt ich das dann letztendlich sehe. Also auch das spielt natürlich eine Rolle bei diesen Begründungen. Und da wird man auch, ich glaube, noch sehr individuelle Antworten dann geben müssen, wenn man eben in solche Situationen kommt, in so eine Diskussion verwickelt zu werden an der Stelle. Alles klar, danke. Gerne. Mehr Fragen? Scheint es erstmal nicht zu geben. Genau. Das ist ja super. Jetzt sind doch die 90 Minuten rum, die man so üblicherweise einplant dafür. Insofern passt das auch ganz gut. Der eine oder andere hat jetzt vielleicht doch Hunger bekommen. Wer weiß. Gut. Genau, nochmal einmal jetzt die letzte Möglichkeit, falls es doch noch irgendwelche Fragen gibt, jetzt die zu stellen. Es sieht aber nicht danach aus. Dann würde ich mich nochmal sehr herzlich, ich glaube im Namen von uns allen, bei Ihnen für den Vortrag und für die Diskussion bedanken. Ich sehe hier auch schon die nächsten Klatsch-Emojis, die ankommen. Ja, ich glaube, es ist ein total relevantes Thema. Man merkt auch irgendwie, dass zumindest wir uns alle schon damit auseinandergesetzt haben und dass da bei den Fragen ganz viel Persönliches auch immer mitspielt, wenn man sich selbst Gedanken macht, okay, wie man sich im eigenen Leben verhält. Genau, deswegen sind diese Vorträge immer super. Ich war auch beim ersten Vortrag schon dabei. Deswegen war der heutige Vortrag aber nicht weniger langweilig, sondern war wieder interessant. Und genau, ich glaube, wir laden Sie immer wieder nochmal gerne ein. Ja, Genau. gerne. Es wird aber immer der gleiche Vortrag sein. Halt. Wie gesagt, heute waren, ich habe mich mehr auf die Modelle konzentriert und mir die ganzen Bilder zum Schluss waren neu. Insofern ist es schon was ganz Neues gewesen. Insofern gibt es auch immer wieder Neues zu erzählen. Ich möchte zum Schluss erstmal, also auch ganz herzlichen Dank, dass alle mir bisher gefolgt sind. Ich möchte zum Schluss nochmal auf die Webseite hinweisen. Da kann man den Szenario Explorer herunterladen und kann damit ausprobieren, ob man womöglich andere Pfade findet, wo man halt eben nicht Veganer werden muss, um letztendlich in eine nachhaltige Welt zu kommen. Wobei das nicht so ganz einfach ist. Wie gesagt, ich glaube, es gibt nur diesen Pfad, den ich versucht habe aufzuzeigen. Es gibt da auch noch einen Verweis auf ein Buch für die, die es unbedingt ganz ausführlich haben wollen, aber das findet man, die ganzen Quellen, Angaben findet man dort auch dazu. Ja, die Aufzeichnung wird man anschauen können, entweder bei den Ingenieuren ohne Grenzen auf der Webseite oder bei mir, je nachdem. Das muss noch ausgaldobert werden. Das war eine Frage gerade im Chat. Genau, das geben wir dann auf jeden Fall auch mal weiter bei uns über unser Kommunikationstool, wo man sich das anschauen kann. Also auch von mir ganz herzlichen Dank. Und ansonsten einfach einen schönen Abend, schönes, gut, bis zum Wochenende ist Sonntag Zeit, aber trotzdem schönes Wochenende bis dahin. Das Wetter soll ja glücklicherweise besser werden.